Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute hier am Montagabend um 17 Uhr haben wir eine fantastische Sendung für euch vorbereitet. Heute wird es nämlich historisch. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid, gebt euch mal selbst einen Applaus. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren. Das ist so ungewohnt für uns, ohne Studiopublikum zu moderieren. Wir sind ja eigentlich gewohnt, dass jeder Gag mit Gelächter und Applaus quittiert wird. Jetzt in Zeiten der Isolation können wir das nicht mehr. Deswegen müssen wir uns selbst ein bisschen einen Applaus geben. Und das machen wir auch für unsere fantastischen Gäste. Es sind ja eigentlich keine Gäste. Ihr seid feste Ensemblemitglieder, aber ihr seid insofern Gäste, weil ihr nicht im Studio seid, sondern von zu Hause zugeschaltet. Herzlich willkommen, Ralf Gunesch. Herzlich willkommen, Nico Backspin. Ich freue mich sehr, dass ihr beide wieder da seid. Moin. Moin. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja. Gut. Schön, Jungs. Heute, schön, dass jetzt bei mir endlich der Werderstrahl da angebracht ist. Das finde ich sehr gut. Ja, was wir nicht alles tun für unsere Freunde. Sogar sowas. Ja, genau. Ne? Ist schön, dass du mich streichelst. Und heute, ich spüre dich. Heute wird es für euch beiden auch eine Zeitreise. Für dich, Nico, wird es eine Zeitreise in bessere Tage. Ja. In Tage, in denen Bremen regelmäßig zu Gast war im Meisterschaftsrennen. Und für dich, Ralf, wird es dann sicherlich auch eine Zeitreise in deine aktive Laufbahn. Denn du hast ja durchaus auch mit St. Pauli und Mainz, glaube ich, auch erste Liga gespielt. Da wirst du vielleicht auch die ein oder andere Anekdote haben. Und jetzt habe ich schon so ein bisschen umschrieben, worum es hier heute geht. Wir reden nämlich, angefangen im Jahre 1990 über die abgelaufenen Bundesliga-Saisons. Was ist da alles so passiert? Wir wühlen so ein bisschen auch in unserer eigenen Kindheit, in der Fußball ja stetiger Gast war und mehr als das. Und das arbeiten wir heute mal gemeinsam auf. Mhm. Das ist richtig. Ich habe eben schon, ich habe festgestellt, dass, also ich kenne das im Prinzip alles, weil ich das alles verfolgt habe, aber, und das finde ich ein bisschen erschreckend, nichts davon, fast nichts, so zwei, drei Eintracht-Sachen erinnere ich mich, aber ansonsten ist nichts hängen geblieben und es ist so erschreckend, weil ich habe neulich, hat mich auf Twitter ein Sportjournalist, Christopher Michel, Grüße, gefragt, wo warst du denn irgendwie, als die Eintracht gegen Benfica gespielt hat? Ja, und ich musste ihm antworten, ich weiß es nicht mehr. Und die dachten, es ist ein Scherz. Das ist jetzt nicht so lange her. Ja, aber das ist so krass. Ich gehe aus dem Stadion oder ich mache den Fernseher aus nach einem Fußballspiel und es ist weg. Es ist weg. Es bleibt nur noch diese Emotion übrig, das ist entweder Wut oder Freude. Das ist alles, was ich sagen kann, entweder Wut oder Freude, aber ansonsten, ich kann dir nicht mehr sagen, wer die Tore geschossen hat, wie, ob's, keine Ahnung. Und ich finde es immer so krass, auch bei Pressekonferenzen, wenn dann der Trainer da sitzt, oder auch bei anderen Sportlern, jetzt gibt's, wir haben eben gerade noch drüber geredet, diese Michael Jordan-Doku auf Netflix, ne? Und dann sitzt da so ein alternder Michael Jordan in seiner Villa und sagt so, ja, ich weiß noch, 83, die dritte Partie gegen die Boston Celtics. Ich war sehr wütend. Ich war einfach nur wütend, mehr weiß ich nicht mehr. Nee, und damals, 23. Minute, ich mach den Wurf, er wird geblockt, ich pass nach links. So, der kann den ganzen Spielzug wieder rezitieren. So, das ist, it's amazing. It's amazing. Aber ist dir aufgefallen, dass das Glas neben ihm auf dem Tisch auch immer, das wird immer leerer und dann wird es wieder gefüllt? Die Zigarre meinst du, oder? Ach, das Glas, ja, die roten Augen. Die daneben stehen. Ja, der hatte doch nicht immer schon so rote Augen, oder? Ja, aber ich glaube, das ist während der Produktion passiert. Ja, also man das munkelt man. Guck dir die Zigarre mal genauer an. Ja. Dann weißt du, was ich meine. Okay. Also die sollte ja nicht vor einem Greenscreen rauchen, sag ich mal, die Zigarre. Wow. Sie könnte verschwinden. Sie könnte. Was raucht das? Etienne, nach der Sendung gehst du mal bitte zu YouTube und gibst mal Iker Casillas ein, weil der ist auch so ein Kandidat, der erinnert sich an jedes Spiel, das er gespielt hat, inklusive Torschützen und Ergebnis. Gibt es ein ziemlich beeindruckendes Video. Das ist krass. Aber ich muss sagen, wir haben hier einen am Tisch sitzen, der kann das auch. Hallo Tobias Esch. Nein, Quatsch. Nee, also wirklich, ich lobe ihn ungern, aber Nils Bohmhoff ist mein Telefonjoker, wenn es um Fußballfragen geht. Und ich bin wirklich beeindruckt, weil er ist in meinem Alter, wir haben Ähnliches durchgemacht. Ich verstehe das nicht so ganz, wie die Speicherkapazitäten. Irgendwo muss doch ein Stück Speicher auch bei dir. Also, du kannst doch nicht alles merken. Nee, ich merke mir auch nicht alles. Aber Fußballsachen. Die wichtigen Dinge halt. Ja, aber das ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist, sowas kommt ja automatisch, wenn man irgendwie, nee, kommt's bei, ja, ich wollte gerade sagen, wenn man für was leidenschaftlich ist oder so weiter, aber das bist du ja auch und so weiter. Vielleicht ist es bei dir irgendwie speziell. Ich habe ja eh ein schlechtes Gedächtnis, aber das ist halt schon. Nils. Nee, Etienne.
Das ist mir sicher. Lass uns mal, wir fangen einfach mal an. Ja. Zwar im Jahre 1990. Genau. Wir haben hier von Marc, unserem Redakteur, erstmal Marc, du geile Sau, der hat uns hier komplett von allen Spieltagen etwas ausgedruckt. Vielen lieben Dank. Sodass wir alle noch mal wirklich nachgucken können. Im Jahre 1900, in der Saison 90-91, da fangen wir jetzt an. Genau, wir haben jetzt alle Saisons von 1990 an, wo wir zumindest Teile von uns am Leben waren und sich erinnern können. Deswegen haben wir das als Einstiegspunkt gewählt. Wir müssen jetzt nicht mit 1963 anfangen, wo keiner von uns irgendwie was mitbekommen hat und man vielleicht zwei YouTube-Schnips hat. Nein, 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 wir fangen 1990 an mit der Wiedervereinigung, ja, kurz vor der Wiedervereinigung beziehungsweise und mit dem Weltmeistertitel und gehen dann Saison für Saison durch mit den größten Highlights. Wir werden jetzt nicht jedes Team einzeln vorstellen und sagen, 1990-91, damals die Saison des SG Wattenscheid 09, die sind als Aufsteiger auf Platz 11 gekommen, sowas machen wir nicht. Mhm. Ich weiß noch, dass es gab irgendwann mal in, ich weiß nicht, ob es war die Sportbild oder so, es gab so ein kleines Heftchen, und da konnte man Ergebnisse tippen und so sich dann Punkte geben, wenn man die richtig getippt hat. Also das war eine, im Prinzip war das wie so ein analoges Communio, wenn man so will. Du konntest da so konntest dir glaube ich auch 11 Spieler raussuchen und die haben dann Punkte gemacht. Das war so ein kleines Extraheft in der Sportbildung. Das war der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Also davor immer so mal Sportschau geguckt, dann irgendwie mit meinem Vater so ein bisschen Fußball, so eher am Rand. Ich war zu dem Zeitpunkt eher so auf Eishockey. Aber mit diesem Sportding, Wettding, da fing's an, das hat mich so irgendwie gereizt. Und dann habe ich vorm Radio gesessen und die Radiokonferenz gehört und dann da meine Punkte gesammelt. Und das war der Anfang, wo ich mich für Gamification. Die Gamification, wo ich mich für die Bundesliga als Ganzes angefangen habe, mehr zu interessieren und nicht nur. Wer sind die Spieler, die bei der Eintracht die meisten Tore schießen? Du bist also über das Sportwetten zur Bundesliga gekommen. Wenn du so willst. Das ist als Einstiegsdroge. Ja, es ist ja egal, wie man hinkommt. Aber Hauptsache, man ist euch ja nicht aufgefallen, dass wenn ihr bewusst mal die Tabelle anguckt, wir quasi unsere Runde ja damit anfangen, dass Eintracht Frankfurt Tabellenführer war? Was? 1990? Was? 90, 91? Nee. Ja. Erster Spieltag, Eintracht Frankfurt Tabellenführer. Ja gut, wir haben ja immer nur die Abschlusstabelle hier jetzt vorliegen. Ja, aber unten die Liste daneben, da steht Eintracht, Jungs, muss ich euch ein Dokument erklären. Da ist ein großer Balken und da siehst du, wer an welchem Spieltag Tabellenführer war. Ach, das Ding da, ja. Eintracht Frankfurt die große war Eintracht, ja. Die grünen Farben, das ist übrigens immer, wenn Werder Bremen Tabellenführer der Bundesliga war, nur so als kleiner Hinweis für alle da draußen. Das aber Eintracht Frankfurt. Nein. Das waren noch die Zeiten, wo Werder Bremen und Eintracht Frankfurt beide Top-Teams der Bundesliga waren und sich um die Meisterschaft geprügelt haben, mitgeprügelt haben, sagen wir mal so. Mhm. Damals übrigens aber noch die Zwei-Punkte-Regel, das müssen wir auch sagen, es gab irgendwann Ende der 90er. Oder? Das kommt, da kommen wir auch noch zu, die kommt dann Mitte der 90er, die Drei-Punkte-Regel, die schöne Drei-Punkte-Regel. Aber generell, also wenn man mal guckt, so schön ausgeglichen eigentlich, ne? Also der ruf's mal hier ab bei mir, also die Tabelle. So, da waren also mit Stuttgart auf Platz 6, dann Köln auch knapp dahinter, sogar Leverkusen, Gladbach, also das war spannend damals. Einige Saisons mehr als andere. Die 90er generell sind ein unglaublich spannendes Jahrzehnt, weil wir unglaublich viele Meister haben. Natürlich haben wir die Bayern, aber neben den Bayern haben wir noch Kaiserslautern, Werder Bremen, VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Das sind also 5 Mannschaften in einem Jahrzehnt, die Meister geworden sind. Wenn man das mal vergleicht mit heute, ich glaube, wir haben eine Mannschaft. Zwei, Dortmund, 2012 zuletzt. Ne? Und wann wurde die Champions League eingeführt? Das war 92, als Stuttgart war der erste Teilnehmer der Champions League. Meine ich, ist aber durch einen Wechselfehler von Christoph Daum, glaube ich, gescheitert. In der Quali, war das in der Quali? Meines war noch ein Ding. Ich kann doch, das war doch Quali, oder nicht? Das kann sein, ich weiß es nicht genau. Aber das war, glaube ich, die erste Champions-League-Saison, wo Stuttgart dann, die waren 92 Meister, und dann muss das 93 gewesen sein, oder? Ich glaube, gegen Leeds United. Während Tobi das jetzt mal 30. kurz... September 1992 gegen Leeds United, genau, ja. Der böse Wechselfehler. 4 Ausländer. War ja damals auch noch so, dass du nicht unendlich viele Ausländer einwechseln konntest, sondern meist hattest du eine 3 Ausländerregel, dass du 3 Leute ohne deutschen Pass einsetzen darfst oder einen Pass deines Landes. Kommen auch noch zu, wurde auch gekippt immer. Das ist auch irgendwann mal bei einem Bayern-Spiel gegen Eintracht Bayern auch mal passiert. Da haben die Bayern entweder Trapattoni, einen vierten Vertrag, eher einen Amateur eingewechselt und dann noch das Spiel am grünen Tisch verloren. Ja. Weiß ich noch. Aus 5-2 wurde 0-2. Ja. Richtige Amateure. Richtig, ja, aber das war damals das waren diese Regelungen. Das ist, war streng damals. Okay. Habt ihr denn Erinnerungen an diese Saison? An welche? An 90, 91? Da würde ich nämlich gerne was einwerfen. Ja, wirf doch mal ein. Also erstmal, Tobi, ich finde es gemein, wie du hier Wattenscheid 09 behandelst. Das war.
Habe ich herausgegriffen. Ich hätte auch Hertha BSC nehmen können als Tabellenletzter, aber ich wollte nicht schon wieder auf Hertha BSC einfach einhacken. Das Sturmduo Uwe Ciskale und Suleiman Sané hat Legendenstatus in Wattenscheid. Der Vater von Leroy Sané. Genau, der ist das. So, aber worauf ich hinaus möchte, ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber ich bin ja erst im Mai 1990 nach Deutschland gekommen und dann war im Mai 91, im Juni 91, so, mein erstes Bundesliga-Stadion-Erlebnis-Besuch. Das war nämlich tatsächlich Köln gegen Kaiserslautern. Da war ich das erste Mal in einem Bundesliga-Stadion und habe direkt eine Meisterschaft und einen Platzsturm miterlebt. Und da erinnere ich mich dran. Ich war halt kurz vor dem 8. Geburtstag und dann stehst du damals noch das riesengroße Stadion in Köln, das ist ja nicht wie heute diese klassische Arena, sondern das war noch so richtig weitläufig, das Müngersdorfer. Und die Lauterer brauchten einen Sieg. Vorher, ich glaube, die Bayern waren nur 2 Punkte dahinter mit einem besseren Torverhältnis. Und irgendwann in der 75., 80. stürmten die Kaiserslautern-Fans diesen Platz. Und es wurde halt wirklich 10 Minuten lang weitergespielt mit, also komplett an der Seitlinie, so wie man sich diesen klassischen Platzsturm einfach vorstellt. Und das als 7-8-Jähriger kapiert man das ja nicht so wirklich. Man sieht einfach nur viele tolle Dinge. aber das war halt mein erstes Stadionerlebnis. Ich weiß nicht, also, wann war das bei euch? War das jetzt 90-91 oder 91? 90-91, da hat Lautern in Köln 6-2 gewonnen. Ah. Genau. Okay, in der Meistersaison hast du den Meister gesehen quasi. Genau. Das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Das war es tatsächlich. Also erstmal dieses Riesenstadion des Müngersdorfer und dann halt noch, ich konnte es ja nicht so wirklich einschätzen, was heißt es, deutscher Meister zu sein? Was heißt es, das ist ja so für einen 7-Jährigen schwer zu greifen. Und das war einfach Wahnsinn. Also ich glaube, da stand ich nur und fand das alles irgendwie total aufregend und toll. Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein für das erste Bundesliga-Livespiel. Ich wette, du erzählst das nur. Ich wette, du warst irgendwann mal bei Karlsruher SC gegen Bayern 04 Uerdingen vor 5000 Leuten. Aber ganz kurz, hat dich das nicht zu einem Fan gemacht, Ralf? Nee, vielleicht nicht. Das schlecht. Ist so normalerweise so ein Moment, wo man ein Fan ist hinterher von Köln. Nee. Also hat mich nicht zu einem Fan von einem der beiden Vereine gemacht. Es war einfach nur beeindruckend toll und ein Riesenerlebnis. Ja. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall daran, dass ich damals immer so viel Sympathie für Kaiserslautern gehegt habe, weil sie mit so einer Unbekümmertheit halt Bayern München geärgert haben. Und als ich mitgekriegt habe, dass oder dann quasi Werder Bremen irgendwann aus dem Rennen war, das war ja dann irgendwann auch so der Fall, dann lieber Kaiserslautern als schon wieder Bayern München. Kann ich mich sehr gut daran erinnern. War nicht Lautern einer der ersten Vereine, die so ein richtig geiles, enges Stadion hatten? Die den Betzenberg so umgebaut haben, dass dass alle anderen Fans so ein bisschen neidisch auf dieses Stadion waren, weil es so modern war? Ich erinnere, die hatten diese Ledersitze in Lautern, glaube ich. Ricardo, das waren die ersten, am Anfang haben noch die Kommentatoren gelästert, so, weil das alles so schick war und früher saßen die alle auf irgendwelchen Bänken mit so einer Regenrinne drüber und die hatten dann diese fancy Bänke und jetzt haben die halt alle und so, ne? Ja, das war vor allen Dingen war das so, also Dortmund hatte da auch schon die Südtribüne, aber damals waren es ja noch irgendwie 42.000 Leute ohne den zweiten Stock. Und Lautern hatte aber auch im Prinzip so eine rote Wand halt, ne? Also der Betzenberg war eine Festung und das weiß man heute nicht mehr, weil sie irgendwie dritte Liga spielen und so. Aber damals in den 90ern hatte niemand Bock, am Betzenberg zu spielen. Ja. Ich meine, da sind ja heute noch 20.000 in der dritten Liga und die sind jedes Mal kurz vor der Insolvenz. Also die Fans sind da schon verrückt genug. Und das hat damals auch sehr viel Ausschlag gegeben, glaube ich, um diesen Meistertitel zu holen. Mhm. Ja, war auch in den 90ern damals ja dann solche Geschichten wie Pyro waren ja allgegenwärtig. Das redet man ja heute gar nicht mehr. Aber es gibt ja Videos auch, die man online angucken kann von Pyro-Shows im Fritz-Walter-Stadion dann eben. Das ist schon beeindruckend zu gucken. Ich ist nicht ganz feuersicher, glaube ich, aber. Ja, ich habe hier mal die Aufstellung von diesem Spiel, bei dem du warst, also Köln gegen Kaiserslautern, 34. Ja. Spieltag, Saison 90-91. Da sind ein paar ganz interessante Personalien bei. Natürlich der Weltmeister-Torwart Bodo Ilgner, Littbarski, Frank Ordenewitz natürlich auf Kölner Seite, aber Kaiserslautern, die Meistermannschaft, das ist sehr interessant. Tom Dooley. Im Mittelfeld hat den Kickernote 1 bekommen, Bernhard Winkler. Aber auch interessant ist, Stefan Kunz ist hier als Libero gelistet. Also unser Stürmer Stefan Kunz, ja, der uns bei der Euro 96 gegen England im Halbfinale das 1-1 quasi gesichert hat,
Das dürfte nicht stimmen. Ja, es ist ja so aufgeführt, ich sage. Ja. Nee, das war Not. Das war Not. Dafür hat der andere, dieser wie heißt der, irgendwas mit Haber, das ist ein Jugoslawer, im Sturm gespielt. Oder? Nee, Hoffmann und Winkler waren bei Lautern im Sturm. Ja. Aber insgesamt, wir müssen natürlich aufpassen, weil ich finde das auch ganz geil, hier dieses Name-Dropping. Ich meine, schau mal bitte, wer bei Köln im Mittelfeld gespielt hat. Frank Reiner, Hansi Flick, Pierre Liparski, Entschuldigung, was sind das Sebastian für Namen? Rudi. Mucki Banach vorne, Frank Ordenewitz. Jeder, der Paninis gesammelt hat, weiß, dass Frank Ordenewitz ungefähr 322 Mal in jedem Tütchen drin war. Ja, das war der sogenannte Panini Ordenewitz. Running Gag. Gut, lassen wir das. Ja, muss man auch sagen, war auch eine überraschende Meisterschaft von Kaiserslautern. Und Kalli Feldkamp übrigens Trainer. Ja, Kalli Feldkamp Trainer, genau. Ja. Bayern ja vorhin, die Jahre davor, glaube ich, 4, 5 Meistertiteln oder sowas. Also das war schon eine Serienmeisterschaft. Dann sind sie Zweiter geworden. Und dann begannen die harten Jahre des FC Bayern, sagen wir. Die 90er waren ja nicht das Jahrzehnt der Bayern unbedingt. Ja, das stimmt. Aber es war trotzdem auch sehr dominant. Ja, ne? Also, naja, sie sind wie oft, weiß ich, 4-mal Meister geworden oder 3-mal? Na, wir müssen auf ein bisschen heute gehen, auf jeden Fall, bis wir die erste Bayern-Meisterschaft bekommen. Und ich... Ja. Es müsste 4-mal, ja. War erst zum Ende hin. Ja. Wir müssen jetzt noch ein bisschen gehen. Weil aber wir attestieren den Bayern ein schlechtes Jahrzehnt, sie sind nur 4-mal Meister geworden. Wer, wenn man das aus heutiger Sicht guckt, wenn du heute, das im heutigen Bayern-Fan, der Bayern-Fan geworden ist, dem sagst, sie sind zwischen 1991 und 1995 dann nicht einmal Meister geworden. 95 war Dortmund, 96. 94, zwischen 1990 und 94, dann. Ja, geht aber gut. Wir können mal ganz kurz noch mal so ein bisschen. Auf die Tabelle schauen, also Lautern Meister, Vizemeister die Bayern, Bremen auf Platz 3, Frankfurt, HSV, Stuttgart folgen und dann Mittelfeld und St. Pauli musste in die Relegation. Daran erinnere ich mich noch, weil das war auch eine Zeit, in der ich, also wenn ich im Fußballstadion war, war ich meistens bei St. Pauli oder beim HSV und mein Nachbar hat, glaube ich, bis heute eine Dauerkarte, also der Nachbar von meinen Eltern, hat bis heute eine Dauerkarte. Also für St. Pauli. Bei St. Pauli, ja. Der hat seit, glaube ich, 40 Jahren eine Dauerkarte bei St. Pauli. Und der hat mich ein paar Mal mitgenommen, damals als Kind so. Und deswegen war ich auch häufiger am Millerntor. Damals musste St. Pauli in die Relegation gegen die Stuttgarter Kickers und hat da verloren. Hm. Weiß ich noch. War auch, glaube ich, die letzte Relegation, oder? Das können wir ja nachgucken. Ja, ist die letzte Relegation. Weil danach kam. Danach kam, da können wir jetzt die Überleitung schaffen. Danach kam nämlich ganz die kurz, Absteiger wollte ich nur sagen, Bayer Oerdingen. Und Hertha BSC und für die jüngeren Leute unter euch, das ist ganz lustig, weil Bayer hatte damals zwei Vereine, Bayer Leverkusen und Bayer Oerdingen. Bayer Oerdingen war eine Zeit lang relativ erfolgreich, also jetzt nie irgendwie so, dass sie große Titel gewonnen hätten, aber haben auch mal europäisch gespielt. Und dann hat irgendwann Leverkusen quasi sich für einen Verein oder auf einen Verein reduziert. Bayer, ja. Und das war dann Leverkusen und seitdem heißt Oerdingen halt KFC Oerdingen. Oder Krefelder FC Oerdingen oder sowas. Aber das ist, glaube ich, später erst gewesen. Also in den 90ern hat der Oerdingen noch. Ja, meinte ich, also, genau, ich Oerdingen von, ist ja. Von der Geschichte Oerdingen. Genau, das ist ja, weil die auch abgestiegen sind. Das ist ja unter anderem einer der Effekte dadurch gewesen. Oerdingen war doch in den 90ern dann eine Fahrschulmannschaft und Leverkusen hingegen hat sich halten können und hat dann dadurch sich durchsetzen können gegen Oerdingen. Ja. So. Hätte auch anders 94, 95 hat sich Bayer getrennt. Ich habe gerade nachgeschaut. Okay, ja. Ne, siehste. Genau, abgestiegen, also Oerdingen und Hertha mit einer Grottensaison, minus 47 Tore, 14 zu 54 Tore, liebe Hertha-Fans. Ich meine, es war die zweitschlechteste Rückrunde aller Zeiten, die Hertha damals gespielt hat. Ich bin mir nicht sicher. Gut, du hast es gerade schon gesagt, kommen wir zu einer sehr, sehr interessanten Saison, die Saison 91-92. Da wurde die Bundesliga. Ja, wollen wir die nicht skippen? Ja, können wir gerne machen, aber erst, wenn wir durch sind. Und das ist insofern eine sehr interessante Saison. Sehr interessant. Ja, weil halt eben zwei Ostvereine hinzugekommen sind. Hansa Rostock und Dynamo Dresden sind von der Oberliga, DDR-Oberliga sozusagen, die sich dann, das wurde, glaube ich, dann nach der letzten Tabelle. Ne? Genau, die ersten beiden der letzten Tabelle waren. Wurden dann quasi sind in die Bundesliga aufgegangen und die anderen wurden dann auf die unteren Ligen verteilt. Deswegen gab es einmalig 20 Teams und 4 Absteiger dann auch, ohne Relegation. Ohne Relegation, ja. Ja. Und schade für Rostock, die später noch ein Bundesliga-Comeback gefeiert hatten. Die hatten einige Jahre Bundesliga.
Aber die sind im ersten Jahr direkt wieder runtergegangen, zusammen mit Stuttgarter Kickers. Die Aufsteiger waren Duisburg und Düsseldorf. Und das ist jetzt der untere Part. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, weshalb du gerade aufgestöhnt hast. Und das ist nämlich der Meisterschaftskampf, einer der spannendsten aller Zeiten. Ja, und traumatisch für Eintracht Frankfurt, die im Prinzip mehr oder weniger mit einem Fuß schon die Meisterschaft hatten. Und es gab diese legendäre Szene, wo Ralf Weber alleine aufs Tor zuläuft und gefoult wird. Und der Schiri das als Schwalbe ausgelegt hat. Vielleicht nochmal den Kontext für die jüngeren Zuschauer wie mich. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist ein Fußballverein. Nein, das war doch so, dass sie eben in den letzten Spieltag sind sie, glaube ich, alle drei Mannschaften punktgleich reingegangen. Genau, wenn Eintracht Frankfurt gewonnen hätte, dann wären sie vermutlich, wären sie, glaube ich, ziemlich sicher Meister. Frankfurt hatte das beste Torverhältnis und Frankfurt hat gegen Hansa Rostock, gespielt. Und in der, ich weiß nicht mehr genau, es war irgendwie 80. Minute oder so, der entscheidende Lauf von Ralf Weber aufs Tor. Er wird gefoult, es gibt keinen Elfmeter und ich glaube, Rostock gewinnt sogar das Spiel noch. Ja, dann sind sie abgestiegen. Und Eintracht wird Dritter und ist natürlich das damals Trainer Dragoslav Stepanovic, den berühmten Satz gesagt, Lebe geht weiter, eigentlich eine sehr große Konferenz gehalten, also war sehr gefasst, dadurch auch Kultstatus erreicht, dass er irgendwie so positiv, er war ja dann immer so der Happy Guy und so, der in so einer schweren Situation, nur noch Bilder, wo, glaube ich, Ralf Weber den Kameramann getreten hat, der sie und alles. Schwalbe vom Kameramann. Und man muss dazu sagen, dass im Prinzip war das auch für, zumindest für die Eintracht-Geschichte, ein entscheidender Einschnitt. Also, sie haben zwar dann die Saison drauf noch ganz gut gespielt, aber diesen Knacks hat der Verein irgendwie so mit dieser nicht gewonnenen Meisterschaft nie so ganz überwunden. Und Stuttgart, übrigens zum Glück von Stuttgart, die dann nämlich Meister geworden sind. Das war doch, die Geschichte war doch, dass Matthias Sammer die rote Karte schon gesehen hatte oder irgendwie sonst wie runter musste vom Platz, sie zu 10 noch gespielt haben, 0-1 Rückstand gemacht und in den letzten 10 Minuten das Spiel gedreht, 2-1 und den Meistertitel dann noch geholt. Ja. In wirklich Kopfball von letzter Guido Sekunde. Hufall, 86. Meister, ja. 86. Und damals auch Torschützenkönig Fritz Walter, auch vom VfB Stuttgart. Genau, und Sammer hat rote Karte bekommen. Und trotzdem haben sie es noch sehr überraschend geschafft. Und so da gab es ja auch diese Geschichte damals, dass Stefan Effenberg zu Gast war bei, war das bei Günter Jauch oder bei Thomas Gottschalk? Thomas Gottschalk. Und hat mit ihm gewettet, hat gesagt, pass auf, wenn jemand anderes als Frankfurt Meister wird, dann lasse ich mir diesen Tiger rasieren. Ja. Das war quasi hier am Hinterkopf. Eingefärbt das Gesicht eines Tigers. Und zu dem Zeitpunkt war Frankfurt sehr, sehr dominant. Und es sah wirklich so aus, als wenn niemand sie aufhalten könnte. So dass Thomas Gottschalk sich sicher war, er verliert die Wette. Pustekuchen. Es kam anders. Stefan Effenberg hat sich diesen Tiger dann tatsächlich dann ins Haar malen lassen. Und daher kam sein Spitzname, der Tiger. So, das war dann. Habe ich sogar damals geguckt, das war Gottschalk Live. Das war so ein bisschen der Versuch, Late Night Talk mit Gottschalk auf RTL damals. zu machen, nachdem Thomas Koschwitz das schon nicht so gut gemacht hat. Ja, und das war tatsächlich genau wie du es sagst. Ich erinnere mich dann auch dran, weil ich halt diese Show mit Thomas Gottschalk immer geguckt habe. Mhm. Aber ich wusste nicht mehr, dass das eine Wette war mit Eintracht Frankfurt tatsächlich. Ja. Siehst du mal. So, wir machen jetzt einen klitzekleinen Spot, einen Spot nur. Und dann sind wir gleich wieder da und wühlen hier weiter gnadenlos an unseren Erinnerungen, ob sie nun schön sind oder nicht so schön. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Wieder, das ging doch fix, oder? Ja. Also ein großes Drama rund um die Eintracht, die die Chance hatte auf einen Meistertitel. Und damals hätte man wohl nicht gedacht, dass sie mit dem nächsten Titel bis ins Jahr 2018 war es, ne? Oder 19? 18. Ja. Warten müssen. Die DFB-Pokal, wann war es? 2018 war es. 2018, ja. Warten müssen. Ja, das war wirklich verdammt knapp. Und dieses Jahr ist aber deshalb so toll, weil wirklich am letzten Spieltag drei Mannschaften Meister werden konnten, es unglaublich eng und dramatisch war und dann eben wirklich in der 86. Minute Stuttgart noch irgendwie das 2-1 schießt und bis dahin war Dortmund Meister und vor dem Spieltag war eigentlich Frankfurt Meister, weil die hatten ja eigentlich ein relativ einfaches Spiel gegen Hansa Rostock, die abgestiegen waren schon. Die waren noch nicht abgestiegen. Sie haben, glaube ich, noch eine Chance gehabt,
Die haben nur eine Chance gehabt. Aber Wattenscheid und Stuttgart haben auch beide gewonnen, sodass Rostock 18. blieb. Ja, unglaublich spannend. Will noch jemand was zu diesem Jahr sagen? Wie krass eigentlich, dann nur Tränen auf dem Spielfeld nach Abpfiff, oder? Die einen sind abgestiegen, die anderen haben die Meisterschaft verspielt. Ja, ja. Das Spannende an dem Jahr ist doch eigentlich, also ich weiß nicht, Bayern München, 3 Trainer, 10. Platz. Schlechteste Saison in 40 Jahren Bayern München. Und auch wenn das jetzt, also nicht falsch interpretieren, aber in der Zeit waren ja schon Werder Bremen und Bayern München, also auf jeden Fall immer sehr harte Konkurrenten, beide mit einer ziemlich verkorksten Saison. So, das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass vor allen Dingen, ich glaube, Sören Lerby war zwischendurch, der war der Mitteltrainer bei Bayern München, zwischen Jupp Heynckes und Erich Ribbeck, so schlecht performt hat, dass ich glaube, er hat nämlich Bayern irgendwo in der Nähe der UEFA Cup Ränge übernommen und ist dann so abgestürzt, dass sie da alles verpasst haben. Und wenn ihr das nochmal in dieser Statistik seht, ich gucke da mal kurz drauf, Bayern München war nicht ein einziges Mal Tabellenführer in der Saison. Also ich glaube, schlimmer geht's nicht. Ja, das war wirklich die schlechteste Saison. Auch für Rostock dreimal. Negatives Torverhältnis am Ende. 61 Gegentore in einer Saison. Das sind Dinge, da können ja Enkelkinder noch von erzählen. Das wird Bayern München bis dahin nicht mehr erleben. Ja, das war wirklich eine Megakrise. Und Sören Lerby ist, glaube ich, der Trainerflop irgendwie aller Zeiten. Hat ja auch Uli Hoeneß mal irgendwann gesagt, das war die größte Fehlentscheidung seiner Karriere, dass er Heynckes damals entlassen hat nach schlechten Ergebnissen und Sören Lerby installiert hat. Ja, zu Recht auch. Tja. Hat aber dazu geführt, dass beide in der nächsten Saison dann Vollgas gegeben haben. Ja, das ist eine schöne Überleitung, finde ich eigentlich, Nico. Ach, Entschuldigung, sehr gerne. Denn im Jahre 1993 haben die Bayern einen Quantensprung hingelegt und sich auf Platz 2 katapultiert. Hat aber Werder Bremen einfach davonziehen lassen müssen, wie du jetzt wirklich noch jubelst. Darf das alles noch einmal erleben? Ja, 1993. Bremen mit einem Punkt Vorsprung. Nico, erzähl doch mal, wie war das? Erinnerst du dich noch gut? Ja, ich habe das damals alles mehr im Fernsehen mitgekriegt und nicht so vor Ort leider. Aber es war alles sehr nervenaufreibend. Ich kann mich dann auch insofern sehr gut daran erinnern, weil also Bremen ja schon immer gut gespielt hat, aber es ist immer so das kleine Underdog-Gefühl war gegen Bayern München und sie die ganze Saison hinterhergelaufen sind und erst kurz vor Saisonschluss dann sich da das Ruder gedreht hat, was ja sonst immer andersrum gewesen ist. In der 85er-Saison hat Bayern München am vorletzten Spieltag Werder Bremen abgefangen und ist Meister geworden. Hier war es andersrum. Und da gibt es ich glaube, letzter Spieltag so ein Zitterspiel, ich glaube, es war was in Stuttgart? Jetzt 93? Ja, 93 mit ich glaube, 2-1 Sieg und ganz 3-0 hat Bremen gewonnen. Ach ja, aber das Zittern war, weil Bremen war, was klingelt mich hier an? Bremen war punktgleich mit den nicht mehr genau. Bayern. Und das Torverhältnis war sehr ähnlich. Also am Ende hatte Bremen plus 33 und die Bayern plus 29, aber die Bayern haben am letzten Spieltag auf Schalke 3-3 gespielt und Bremen hat souverän 3-0 gewonnen. Stimmt, so war der. Aber was halt spektakulär ist, dass die Bayern vom 1. bis 32. Spieltag auf Platz 1 waren. Ja, und dann haben sie es verkackt. 32 Spieltage auf Platz 1 und dann wirst du nicht Meister. Die Ausgangssituation vorm letzten Spieltag war, kannst du noch mal genau sagen, Bremen war Erster, punktgleich mit den Bayern und ein Torunterschied. Bremen plus 30, Bayern plus 29. Das heißt, es hätte ein Wettschießen werden können, aber die Bayern haben eben auf Schalke nur 3-3 gespielt und Bremen hat hoch gewonnen. Ne? Stimmt, 3-0, ich habe das verwechselt mit einem anderen Spiel. Aber so oder so, sehr schönes Erlebnis. Ich meine, ich war da auch noch recht jung, insofern ist nicht mehr ganz, und ich war nicht im Stadion dabei. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, weil das insgesamt ja auch die goldenen Jahre gewesen sind. Davor noch zweimal Pokal gewonnen in der gleichen Saison, Europapokal und so. Also ein Jahr davor den Europapokal gewonnen. Und so. Also es ist schon. Das 92, Europapokal, der Pokalsieger war das aber, ne? Ja, genau. Ich bin ja echt überrascht, dass Pizarro damals noch keine Tore geschossen hat für Bremen. Ja, der war verletzt. Ach so.
Das kommt noch, da habe ich auch noch bei mir auf der Liste stehen. Pizarro? Ja, genau. Mhm. Erster Bundesligaspiel von Pizarro kommt auch noch in diesem Jahrzehnt. Können aber ganz kurz noch mal die Jungs, Respekt vor der Meistermannschaft bitte. Namen wie Oliver Reck, Hans-Jürgen Kundela, Dietmar Beiersdorfer, Bockenfeld, Borowka, Bratzit, Schaaf, Wolter, Bode, Eils, Hartgen, Herzog, Legert, Votoma. Das war jetzt nicht die Übermannschaft, es war einfach ein sehr gutes Kollektiv. Ja, also waren schon ganz gute Jungs. Bei Herzog ist später noch dann zu den Bayern gegangen. Thorsten Legert ist einfach Legende. Olli Reck ist immer unterschätzt gewesen, weil er halt oft auch so Lapsus drin hatte. Aber ja, vor allen Dingen, stellt euch mal bitte ganz kurz vor, also die Fußballpuristen unter euch, Thorsten Legert und Uli Borowka in einer Kabine. Ja, ist doch das Geilste, da muss man doch zu Gast mal sein. Ich würde eine Serie darüber gucken. Netflix-Doku über Legert und Borowka, alter Schwede. Das ist unser Joe Exotic. Ja, ist so. Wollte ich auch sagen. Tiger King's auf Deutsch. Auf jeden Fall. Also ich habe mal Thorsten Legert kennengelernt. Ich habe den mal im Interview gehabt, längere Zeit, mit seinem Sohn zusammen. Da haben wir irgendein Spiel zusammen gezockt und so. Es war echt lustig. Und dann habe ich auch noch so, natürlich abseits der Kameras, ein bisschen mit ihm gequatscht. Und er ist ein herzensguter Mensch. Irgendwie ein ganz sensibler, super freundlicher, unaffektierter Typ. Und seine Gedanken geraten manchmal ein bisschen durcheinander so, also, aber er ist total der nette Mensch. Muss ich wirklich mal sagen. So, seid ihr beeindruckt? Casala, sage ich dann nur. Ich weiß was, du hast ja einen Einspieler damals für Bundesliga mitgebracht, das weiß ich noch. Genau, da habe ich dann einmal gegrüßt, das war sehr nett. Ja, da war es irgendwie der Typ. Und er ist Teil der Meistermannschaft von 93, insofern eh sowieso, ja. Ja, das stimmt. Ich würde noch mal ein paar Namen vorlesen, um noch mal euch einen Eindruck zu geben, was das für eine Zeit war, was da für Mannschaften gespielt haben in der Bundesliga. Erst FC Saarbrücken, Bayer Oerding, Bochum, okay, das ist nicht so erstaunlich, Dynamo Dresden, Wattenscheid 09, ne, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, Ralle. Gut, Nürnberg ist jetzt auch nicht so abwegig, aber Kaiserslautern hatte damals auch noch seine große Zeit vor sich, beziehungsweise hinter sich, also 90er waren gutes bis auf den Abstieg war das. Und da haben sie in der Abstiegszeit auch noch Pokal gewonnen. Also Lautern hat schon in den 90ern gut performt. Mhm. Gut, machen wir weiter? Mhm. 93, 94. Schönes Jahr. Erste Sendung von Sat.1 ran haben wir noch. Ah, stimmt, erwähnt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das war ja auch noch mal so eine Sache. Das war dann das Konkurrenzprodukt. Davor gab es im Prinzip nur die Sportschau. Und RTL gab es zwischendurch auch noch mal, glaube ich. Anpfiff, ja. Mit Uli Potowski. Mhm. Aber RAN war dann das Und Richtige. RAN war dann mit Beckmann, später, glaube ich, noch Kerner. Und es war so, eine moderne Interpretation des Fußballjournalismus. Ne? War actionreiche Zusammenschnitte, kernige Kommentare und so. War schon noch ein anderer Entwurf und damals ordentlich, weiß ich noch, die alteingesessenen Fußballfans so, was soll dieses so, ne, das hat nicht allen gefallen damals, aber hat sich dann relativ schnell durchgesetzt. Also, sie haben eine Show draus gemacht. Ja. Und man kann, also RAN ist jetzt nicht so gut gealtert. Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen, Poschmann, wer ist der Uli? Wer ist der noch? Der manchmal zweite Liga noch macht auf Sky? Uli Potowski. Ja. Wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr. Ach nee, also nicht Uli Potowski. Nicht Uli Potowski, sondern du meinst Jörg Dahlmann, meinst du? Jörg Dahlmann. Also. Ist das Jörg Dahlmann? Shit. Ja, sicher. Werner Hansch. Ja, Werner Hansch. Was ich damit sagen will, ist, sie haben mit RAN Fußball zum Showformat erhoben. So. Mhm. Vorher war es ja immer ARD-Sportschau, das war schon irgendwie relativ seriös und dann hat RAN, das muss man wirklich sagen, das nochmal dann auch auf eine andere, inszenatorisch auch auf eine andere Ebene gehoben. So. Die hatten die Grafiken im Hintergrund plötzlich. Es war nicht mehr nur sachlich, es war nicht mehr nur noch Ergebnis-Kommentar, sondern es war auch immer so, die haben auch Stories rund um den Fußball ein bisschen erzählt. Live-Auftritte hatten Toten Hosen oder sowas, das ist so eine meiner jüngsten Fußballerinnerungen, wie die Toten Hosen irgendwie zwischen zwei Spielen live auftreten bei RAN. Könnt ihr euch aber noch daran erinnern, dass zu der Zeit immer es irgendwann so absurd wurde, dass die ganze Zeit immer in Fußballspielen möglichst junge, ganz hübsche Frauen eingeblendet wurden, um dann, damit dann Jörg Dahlmann halbseitige Überleitungen zwischen Spielszenen darüber kommentieren konnte, dass diese gezeigte Dame entweder besonders gut oder besonders schlecht gelaunt war. Also es war unerträglich, wirklich. Also da, zwischendurch war es richtig schlimm. Ja, aber sie haben halt neues Element hinzugefügt, was heute Ralf? Ja, nee, erzähl zu Ende und dann mache ich. Ja, ich wollte nur sagen, ja, Jörg Dahlmann heute noch 2020 bei Sky so macht. Ja, das meinte eben auch Jörg Dahlmann. Ja. Ich finde es sehr spannend, wie ihr das auch jetzt so eben nach 18 Jahren noch bewertet, weil ich habe ja das große
was heißt das große Vergnügen, aber ich darf mit Leuten bei DAZN zusammenarbeiten, die tatsächlich damals RAN aufgebaut haben. Mhm. Und wir haben mal, ich weiß nicht, bei irgendeiner Auslandsreise genau darüber gesprochen und deren Anspruch war wirklich, den Fußball, den die Sportschau sehr, ich sag mal, faktenbasiert oder sehr sachlich präsentiert hat, ein bisschen aufzubereiten und ein bisschen zusätzlich zur Information noch ein bisschen Entertainment mit reinzubringen. Und deswegen halt diese Grafiken, der bunte Auftritt. Ich will nicht sagen Boulevard, weil ganz so schlimm war es nicht, aber halt so diesen Hauch, wir bringen auch noch, wir machen es noch unterhaltsamer. Genau. Ja. Man kann jetzt ja auch diese Ära, wo wir gerade sind, ist ja, wenn man so möchte, wenn man es jetzt überspitzt sagen möchte, die Geburtsära des modernen Fußballs. Du hast einerseits halt diese RAN-Sendung, wo du halt tatsächlich den Fußball boulevardesker populärer machen wolltest. Du hast die Geburt der Champions League, du hast die Geburt der Sportbild dann auch irgendwann, ich glaube 88, 89 irgendwann, halt, dass dieser Fußball, der vorher so eine sowas sehr Miefiges hatte, der sowas Adidas Trainingshosen-mäßiges, Opa sitzt mit Adidas Trainingshose am Sonntagabends vorm Fernsehen und guckt die Sportschau hatte, die haben sie halt modernisiert und haben sie für neue Zielgruppen damit erschlossen. Mhm. Mit all seinen positiven und negativen Begleiterscheinungen, die dann halt genau in dieser Phase jetzt waren. Deswegen wollte ich halt nochmal diese RAN-Sendung hier aufführen, weil das, glaube ich, immer so ein riesiger, das war immer so ein Turn in der Geschichte der Bundesliga, auch was die Vermarktung angeht. Ja. Also dann konnte man danach die Bundesliga ganz anders vermarkten und die Stars der Bundesliga. Definitiv. Und eine wichtige Regeländerung haben wir auch noch nicht erwähnt, die in diesem Jahr passierte, und zwar die Rückpassregel. Das ist jetzt gar nicht mehr vorstellbar. Liebe Kinder, schaut euch bei YouTube Videos an. Es gibt Torhüter, die dürfen den Ball in die Hand nehmen von ihrem eigenen Mitspieler. Genau. Und das, der Effekt, den das auf diesem Spiel hatte, war eine unglaubliche Entschleunigung. Wenn damals Mannschaften auf Zeit spielen wollten, dann war das gar kein Problem, dass man sich den Ball hin und her spielt. Du hast dich an den 16er gestellt, der Torwart hat dich angepasst, du hast ihn abprallen lassen, Torwart in die Hand genommen. Das ohne Ende. Zeitspiel. Das wurde so verlangsamt, das Spiel dadurch. Und auf einmal haben sie diese Regel gemacht. Und ich weiß, am Anfang gab es immer Leute, die dann so geschimpft haben, so, was ist das jetzt für eine doofe Regel? Insbesondere die Torhüter haben darüber geschimpft. Und heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Also das war, was im Umkehrschluss ja auch, da sieht man mal, wie so eine Regel auch Einfluss auf die Entwicklung einer Sportart hat, weil die Torhüter ja auch plötzlich Fußball spielen lernen mussten, was ja eigentlich geil ist. Ja. Was ja eigentlich geil ist. Weshalb wird Manuel Neuer unter anderem so gefeiert, weil er so gut mit dem Ball ist? Und das ist ja das wäre ja früher mehr oder weniger zu vernachlässigen gewesen. Ich durfte vor 14 Tagen bei den DAZN Retro Games das Champions League Finale 99 der Bayern in Barcelona gegen United nochmal neu kommentieren, begleiten, wie auch immer. Und im Tor Peter Schmeichel und Oliver Kahn. Und das waren halt noch Torhüter, die wurden quasi mit der alten Rückpassregel ausgebildet. Und sich dann live während ihrer Karriere mussten sie sich umstellen. Und 7 Jahre später, nach dieser Umstellung, hast du immer noch gesehen, dass diese beiden Welttorhüter, ich denke über die über die Torhüterqualitäten von Schmeichel und Kahn brauchen wir uns nicht unterhalten, ganz, ganz große Probleme haben mit dem Ball am Fuß. Ja. Ja, klar. Und das war auch ein Grund, übrigens damals, als Klinsmann und Löw die Nationalmannschaft 2004 übernommen haben nach der verkorksten Europameisterschaft, gab es ja dann dieses elendige Spielchen, wer wird denn die Nummer 1 bei der WM 2006 in Deutschland? Oliver Kahn hatte Heldenstatus. Ja, 2002 zum besten Spieler des Turniers gewählt worden, trotz seines Fauxpas im Finale gegen Brasilien. Und er hatte im Prinzip wirklich Legendenstatus. Und dann wollten die aber Lehmann intronisieren, eben weil er, glaube ich, auch der bessere Fußballer war und es besser zu der Spielphilosophie von Klinsmann und Löw passte. Und das war ein Theater, bis sie das offiziell gemacht hatten, dass Lehmann quasi Nummer 1 wird. Ja, und das ist auch noch eine Auswirkung. Ne? Und vielleicht noch, weil ich den Chat nebenbei laufen lasse, Hip-Hop-Guru, sehr, sehr guter Hinweis. Edwin van der Sar, der erste erste Torwart auf allerhöchstem Niveau, der auch richtig gut am Ball war, was aber an der Ausbildungsphilosophie von Ajax liegt. Mhm. Oder lag, dass halt wirklich alle mit der Kugel umgehen können. Und die da schon in der Jugend auch die Torhüter sehr gut geschult haben. Also da Ajax mal wieder ziemlich weit vorne in ihrer Ausbildung. Mhm. Ja, absolut. Gut, also mit etwas Verzögerung nähern wir uns jetzt dem von dir als gutem Jahr gepriesenen Jahr 1994. Meister die Bayern, Vizemeister Kaiserslautern. Ein Punkt liegt dazwischen, aber eine
Geschichte liegt ebenfalls noch zwischen diesen beiden Mannschaften oder zwischen diesem einen Punkt. Und das war das Phantomtor. Ja, kurz zur Erläuterung, falls der ein oder andere das nicht weiß, shame on you, muss man wissen, gehört wirklich zum Grundwissen. Es gab damals ein Spiel kurz vor eine Saisonende. Eine Zeit ohne Torlinientechnologie, musst du dazu sagen. Ja, ja, na klar. Nürnberg gegen die Bayern. Und beim Stande von 0-0 hat Helmer mit dem Rücken zum Tor den Ball mit der Hacke ins Aus gespielt. Und die Schiedsrichter haben damals auf Tor entschieden. Und das war total absurd, aber es hat auch niemand Anstalten gemacht, von Bayern-Seite das zu korrigieren. Das hat jetzt aber Folgendes bewirkt. Das Spiel ging damals 2-1 für die Bayern aus. Denkbar knapp. Bei einem Unentschieden wäre eventuell Kaiserslautern Meister gewesen. Aber das Spiel ging dann 2-1 aus, wurde wiederholt. Die Bayern haben, glaube ich, 5-0 gewonnen. So, und das hat ihnen im Torverhältnis wiederum die besseren Karten zugespielt. Sie hatten dann am Ende der Saison +3 vor Kaiserslautern. Also ohne dieses 5-0 gegen Nürnberg im Wiederholungsspiel hätten sie es nicht gehabt. Und sie hätten vielleicht einen Punkt weniger gehabt. Das heißt, Kaiserslautern wäre Meister geworden, vielleicht ohne das Phantomtor. Also, und Nürnberg wäre nicht abgestiegen. Und Nürnberg wäre nicht abgestiegen, genau. Stattdessen Freiburg. Weil Nürnberg ist aufgrund des schlechteren. Gut, das waren jetzt insgesamt 11 Tore Differenz zwischen Freiburg und Nürnberg, ja, aber mit einem Punkt mehr wäre Nürnberg einfach drin geblieben. Ja. Genau. Genau. Tja. Das ist bis heute eine der kuriosesten Szenen, glaube ich, die es in der Bundesliga-Geschichte zu bewundern gab. So also Kaiserslautern Vizemeister, dritter Leverkusen und die Frankfurter Eintracht Fünfter übrigens hinter Dortmund. Ja, das war der Abstieg schon. Danach ging es bergab. Mhm. Es war aber noch mal ein legendäres Tor damals von J.J. Okocha gegen Oli Kahn, den wir eben noch gehört haben, wo er den halben Karlsruhe aber noch. Mhm. Ah, stimmt, es war noch Karlsruhe. Nee. War es Karlsruhe? Ja, war noch bei Karlsruhe, doch, stimmt. Wo er die halbe Mannschaft ausgetanzt hat, eine Finte nach der anderen gemacht und das Tor reingemacht hat. So ein bisschen Grafitsch irgendwann ein paar Jahre später auch noch mal sowas Ähnliches gemacht. Nee, aber nicht. Er hat dieses geile Hackentor gemacht, aber Okocha. Aber das hat ihn berühmt gemacht und tatsächlich muss ich sagen, so sehr ich ihn mag, auch ein bisschen in der Rückbetrachtung immer besser dastehen lassen hat, als er tatsächlich war. Er war sicherlich immer so ein spektakulärer Spieler, der viele Tricks gemacht hat und so, aber war rein von der Effizienz und war er gar nicht so gut. Er war ein guter Spieler, aber war nicht so gut wie sein Ruf, weil oft hört man so, oh, Kotscher und so. Aber er war kein Uwe Bein, er war kein Andy Möller und so, er war auch kein Toni Ebor und so. Also, aber dieses Tor war natürlich legendär und hat ihn berühmt gemacht. Das war auch Okocha-Tor. In der Saison war es doch auch so, dass Eintracht Frankfurt noch Herbstmeister war. Und da gab es doch noch. Ich meine, die waren doch war das nicht so, dass die Herbstmeister waren? Mit einem relativ großen Vorsprung auch vor den Bayern, die ja dann in der Winterpause oder irgendwann dann im Winter Ribbeck haben gehen lassen und dann in der Rückrunde mit Franz Beckenbauer diese riesige Aufholjagd gestartet haben und dann erst wirklich kurz vor Schluss Meister geworden sind. Dann zwei Punkte aber nur. Ja, zwei Punkte Vorsprung auf die Bayern. Aber, so. Etienne, wenn du jetzt schon über Namen der Eintracht sprichst, dieses Mittelfeld oder diese Achse Uwe Bein und Toni Yeboah. Also ja, wir hatten dieses wir hatten auch dieses magische, wir hatten noch Maurizio Gaudino, der damals natürlich richtig gut war und sogar Thomas Doll, ne, hatten, der nicht so eingeschlagen hat. Das der war ewige Rudi Bobber. Jan Furtok, der ja auch vom HSV oder der danach zum HSV ging, glaube ich. Das war schon eine gute Mannschaft auf jeden Fall, aber die ist da halt schon auseinandergebröckelt durch Querelen und so weiter. Und dann wurde ja nach der Saison Jupp Heynckes geholt, um sozusagen aufzuräumen. Das hat er auch gemacht. Aber da kommen wir dann nächste Saison drauf. Genau, da kommen wir gleich zu. Ja. Bevor ich die Saison schließen wollte, ich will noch eine lustige Anekdote erzählen, an die ich mich erinnern kann. Gerne. Ist die einzige Saison, in der es einen Tabellenführer mit negativem Torverhältnis gegeben hat. Kannst du die Geschichte noch weiter ausführen? Ja, ich habe da nicht mal eine Quizfrage drauf. Warte, ob der Chat irgendwie darauf reagiert oder irgendwas bei euch. War es nicht. Duisburg. Ja. Oh, richtig. Mhm. Ja. Am 22. MSV Duisburg, irgendwie in den 20er Spieltagen. 22. Genau, mit negativem Torverhältnis Tabellenführer. Das musst du den neuen. Das war ein schleppendes Rennen auf jeden Fall um die Meisterschaft. Gewinnen und hoch verlieren. Musst dir auch überlegen hier. Die Bayern haben nur die Hälfte ihrer Spiele gewonnen. Das hat für die Meisterschaft gereicht. Wenn du halt heute dir guckst mit 80 Punkten und mehr und da waren es 17 Siege, 10 Unentschieden, 7 Niederlagen.
Dann sollte man wird so heute nicht mal in die Europa League kommen. Nee. Ja. Ja, was eben dafür spricht, dass die Liga dann doch ausgeglichener war. Übrigens noch erwähnenswert, VfB Leipzig, damals als Aufsteiger, als Tabellenletzter direkt wieder runtergegangen. Auch eine grottenschlechte Saison, 17 zu 51 Punkte. Was? Eine Anekdote habe ich noch die Saison, ich wollte nicht untersprechen. Ja, ich meine, also VfB Leipzig. Ja. Ich habe nur eine Anekdote, aus der kuriosen Anekdotenebene. Das war nämlich auch die Saison, wo Jens Lehmann beim Stande von, ich glaube, 0 zu 3 von Trainer Jörg Berger auf Schalke zur Halbzeitpause ausgewechselt wurde und sich dann aus dem Stadion gemacht hat und mit der S-Bahn nach Hause, mit der Straßenbahn nach Hause gefahren ist und sich noch vor einem Fan hat Geld leihen müssen, damit er überhaupt nach Hause kommt. Weil er halt so erbost war über die Auswechslung. Ja. Das von der Anekdotenebene. Ja. Zurück zu dir, Nils. Vielen lieben Dank. Wir wollen jetzt eine Saison weitergehen. Wir nennen es die Demontage der Eintracht. Das Jahr 1995. Meister wurde Borussia Dortmund, die 92 schon mal ganz knapp davor waren. Wir haben es besprochen. Diesmal haben sie die Meisterschale an sich reißen können. Und das, weil die Bremer am letzten Spieltag 3 zu 1 in München verloren haben und Dortmund hat 2 zu 0 gegen den HSV gewonnen. Ein Schelm, wer dort Böses vermutet. Und, danke nochmal an der Stelle. Ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht für eure Entwicklung sogar gut gewesen ist. Und ja, durch diese Konstellation hat Dortmund am letzten Spieltag Bremen noch überholt. Ja. Das hat sehr wehgetan, ich erinnere mich dran. Aber ich habe damals ja schon Spieltage studiert und als am letzten Spieltag in München war klar. Und es gibt vor allen Dingen da auch eine Situation, die mir als Werder-Fan und wenn jemand in dem Alter schon dabei war und auch Werder-Fan ist, die war sehr ergreifend. Am vorletzten Spieltag gewinnt Werder Bremen zu Hause gegen, weiß ich nicht mehr, sogar relativ deutlich und ist damit Tabellenführer am letzten Spieltag, geht ins Rennen. Und es war das letzte Heimspiel von Otto Rehhagel im Weserstadion. Und die komplette Mannschaft hat quasi in Interviews flennend in den Armen gelegen und hat sich von Otto Rehhagel verabschiedet. Und die Reporter wollten immer wissen, ja, nächste Woche wichtiges Spiel in München und ausgerechnet er geht zu Bayern und so. Und alle, und ich will an Uli Borowka erinnere ich mich vor allen Dingen, der ist mir scheißegal, was du mir für eine Scheiße erzählst. Guck dir das mal an, hier der Trainer geht, das ist viel wichtiger als deine Scheiße und dreht sich um. Also irgendwie so habe ich das noch in Erinnerung gehabt. Und es war total emotional. Ich habe selber geheult wie ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge wahlweise. Und ja, am Ende verliert Otto Rehhagel ausgerechnet in München die Meisterschaft, wo er dann danach hingegangen ist. Ich glaube übrigens, dass Otto Rehhagel in irgendeinen Pakt mit dem Teufel hat. Oder so. weil Eddie und ich waren neulich mal mit Nico, mit dir zusammen auch. Wir waren noch mal zusammen in Hamburg beim Länderspiel gegen die Niederlande. Das genau. War war das WM-Quali, ne? EM-Quali, meine ich. Und dort haben wir dann unten in der Lobby tatsächlich Otto Rehhagel gesehen. Der hat nicht mal graue Haare. Ich weiß nicht, ob er sich die färbt oder ob er, wie gesagt, einen Pakt mit dem Teufel hat. Aber der sah topfit aus. Ich weiß nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber der tänzelte da lang wie zu seinen besten Zeiten. Faszinierend, weil man sieht ihn ja nicht mehr so oft im Fernsehen, ne? Deswegen war ich tatsächlich überrascht, so wow, für den ist die Uhr ein bisschen stehen geblieben. 81. Ja, Beate hat gesagt, er soll nicht mehr, sonst würde er wahrscheinlich immer. Sonst würde er noch, ja. Aber das war wirklich eine der letzten großen, was ist die Mehrzahl von Eras? Die Ehren. Der Trainer Ehren. Danach kam natürlich so ein bisschen nochmal Scharf irgendwann nach ein oder anderen Missgriffen, der auch lange da war. Wie es ist. Jetzt kommen 4 Jahre richtig harte Scheiße, ja. 5 und danach ging es langsam wieder los. Aber das war eine richtige Ära unter Rehhagel. Und was ich danach, also auch für Rehhagel kamen danach turbulente Jahre, da kommen wir aber gleich zu. Wir wollen jetzt einmal kurz über die Frankfurter Eintracht sprechen, weil Eddie hat das eben auch gerade schon mal begonnen zu erzählen. Jupp Heynckes kam dann nach Frankfurt. Und es gab ja in Frankfurt diese etablierten Spieler, wie jetzt ein Yeboah zum Beispiel oder auch ein Gaudino und ein Okocha. Und dann brach das zusammen. Wie ist das geschehen? Also Jupp Heynckes kam von Athletic Bilbao und war so ein bisschen der Wunsch von der Eintracht nach Topmöller und Stepanovic, ein Weltklasse-Trainer, Weltklasse vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hatte ja auch damals schon 2 Meisterschaften, glaube ich, mit den Bayern geholt, zu holen. Ja. Und der im Prinzip mit der Eintracht um die Meisterschaft spielt und der auch durchgreift. Weil die Eintracht war damals ein Skandalverein,
der die Misserfolge, der also nach der nicht gewonnenen Meisterschaft ging es tabellarisch immer bergab und man wollte jemanden, der da durchgreift. Und Jupp Heynckes hat auch, glaube ich, den legendären Satz gesagt in der ersten Pressekonferenz: Wenn ich anfange am 1. Juli, werden hier die Uhren anders drehen. Mhm. Das ist so einer der berühmten Bundesliga-Sätze, die er gesagt hat. Und man muss dazu sagen, Jupp Heynckes, heutzutage kennt man ihn als diesen weisen, nachsichtigen Mann, der mit Stars kann. Das war er damals noch nicht. Das war er damals schuldig geblieben. Er war ein sehr die Presse hat ihn auch den Feldwebel genannt. Er war rigoros. Er hat er schien unnahbar, wirklich wie ein General, und hat im Prinzip alles angeprangert, im Prinzip nichts Gutes an diesem Verein gelassen, inklusive an den Spielern, und hat es auch nie verstanden, wirklich mit den Spielern irgendwie eine Symbiose zu bilden. Im Gegenteil, er hat auch als Machtdemonstration sich die drei größten Namen geschnappt. Natürlich waren das alles auch ein Stück weit überbezahlte, vielleicht mittlerweile auch faule oder satte Spieler, und hat damals dann legendär Anthony Yeboah, JJ Okocha und Mauricio Gaudino aus dem Kader geworfen, nachdem die allerdings, also er hatte Sondertraining angeordnet, weil er unzufrieden war, und die drei haben sich dann krank gemeldet. Und das war natürlich auch ein unglaublicher Affront, war halt Machtkampf im Prinzip. Ja, aber vielleicht waren sie krank. Naja, vielleicht waren sie krank, ja. Aber es war halt ein offener Machtkampf, und es ist natürlich auch klar, dass sich ein Trainer das dann auch wiederum nicht bieten kann. Aber es war insgesamt halt unglücklich, weil der Verein war letztendlich der Verlierer. Es ist komplett eskaliert. Dann hat Jupp Heynckes, nachdem er die drei mehr oder weniger vergrault hat, hat er selber das Handtuch auch noch hingeworfen, hat also einen Scherbenhaufen hinterlassen und hat sich dann mehr oder weniger, sag ich mal salopp gesagt, verpisst. Und daran in den Folgejahren ist die Eintracht wirklich zu einer Fahrstuhlmannschaft verkommen. Das ist nicht nur die Schuld von Jupp Heynckes, das ist natürlich letztendlich die Schuld vom Verein selbst. Aber da sind sehr viele Sachen zusammengekommen, die dann letztendlich aus einem Verein, der um die Meisterschaft mitgespielt hat, der auch international durchaus angesehen war, wirklich zu einer Fahrstuhlmannschaft geworden ist, durch Missmanagement, durch viele Fehlentscheidungen. Man kann es an einer Personalie auch festmachen: Uwe Bein, der damals die 10 getragen hat, ist gegangen, war nicht mehr im Kader, konnte nie ersetzt werden von der Eintracht. Wisst ihr, wer die 10 danach getragen hat? Bei Frankfurt? Thorsten Legert. Ich wollte gerade sagen, Und wenn man mehr Symbolik braucht man eigentlich nicht, um den Niedergang von Eintracht Frankfurt zu holen. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wenn man heutzutage über die Eintracht spricht und sich anguckt, wie dieser DFB-Pokal gefeiert wurde in der Stadt, was ja schon ein bisschen crazy war für einen DFB-Pokalsieg. Mhm. Aber das hängt halt auch damit zusammen mit dieser verlorenen Meisterschaft und dem Wunsch, eigentlich eine große Mannschaft zu sein, die um Titel spielt. Und dann 30 Jahre lang, dann kam die Ära Bruchhagen, Funkel, die jahrelang versucht haben, einen seriösen Verein aufzubauen, der fundiert ist, der keine Flausen mehr im Kopf hat und den Fans eingetrichtert hat: Wir sind eine Mittelfeldmannschaft und damit müsst ihr auch zufrieden sein. Und damit eine Sehnsucht immer noch in den Eintracht-Fans war, die dann eben in Europa League zum Beispiel in den Choreografien oder so rauskommt. Die immer noch ihre Ursprung aus dieser Zeit hat. Ich würde gerne noch mal zu einer Mannschaft kommen. Auf die Meistermannschaft angehen. Was? Ich sag, wir müssen tatsächlich auch ein bisschen die Meistermannschaft. Ja, da wollte ich gerade drüber reden. Genau. Würdigen. Genau. Und zwar möchtest du anfangen? Okay. Ja, gerne. Die Dortmunder Meistermannschaft. Das ist nämlich eine Truppe gewesen, die, ja, wenn man sich die heute noch mal anguckt, wirklich außergewöhnlich war. Da waren ein Matthias Sammer als Libero, Julio Cesar, einer der besten Innenverteidiger, die ich zu der Zeit habe spielen sehen in Deutschland. Der hat angeblich dann nie einen Puls über 110 gehabt in der ganzen Saison. So wirkte er. Und der wurde dann damals, ich glaube, es war ein Jahr später oder zwei, wurde der in Dortmund verabschiedet. Und das ganze Stadion hat gesungen: Julio, du darfst nicht gehen. Über 90 Minuten. Julio, du darfst nicht gehen. Und das war so Gänsehaut. Einer wirklich der besten Innenverteidiger, die ich je gesehen hatte zu der Zeit. Bodo Schmidt neben ihm, der so ein bisschen der Gegenentwurf war, und natürlich Matthias Sammer. Dann Stefan Kloß als absolutes Eigengewächs. Und im Mittelfeld, wenn man mal guckt, super interessante Mannschaft: Stefan Reuter, rechter Außenmann, Michael Zorc damals, der sicherste Elfmeterschütze der Bundesliga-Geschichte, glaube ich. Andi Möller, das Enfant Terrible, der auch eine Frankfurter Vergangenheit hat.
in seinem ersten Stint dann bei Dortmund Steffen Freund, der auch Europameister wurde 96. René Tretschok, der später auch so ein bisschen Edeljoker wurde. Ich erinnere mich bei René Tretschok damals, als sie 97 Champions League-Sieger wurden und gegen Manchester United im Halbfinale gespielt haben. Da hat er ein überragendes Spiel gemacht. Oder was, Viertelfinale? Ich weiß nicht, jedenfalls gegen Manchester United und die Halbfinale. Manchester United wusste, die konnten nicht glauben, dass der eigentlich nur Ersatzspieler ist. Und dann im Sturm, und darauf wollte ich eigentlich hinauskommen, Lars Ricken und Ibrahim Tanko. Lars Ricken damals irgendwie 18 gewesen oder was? Und Tanko auch, also so ganz junge Burschen. 16 und 17. 16 damals. Und 17. Völliger Wahnsinn. Die haben beide dann nicht diese Weltkarriere hingelegt. Gut, Lars Ricken hatte dann dieses Tor im Champions Finale 97 gegen Juventus Turin. Aber so diese große Weltkarriere auch in der Nationalmannschaft ist ihm verwehrt geblieben. Und Ibrahim Tanko, der damals schon in so jungen Jahren. Da haben alle gedacht, okay, der kann ja nur besser werden. Aber er hatte damals seine größte Zeit tatsächlich dann in diesem Alter. Das war eine unglaublich interessante Mannschaft. Ich war mal, kann ich das ja sagen, ich war mal ein Riesenfan von Stefan Chapuisat. Ja. Das war mein Lieblings-Bundesligaspieler. Mhm. Sagen wir es mal so, ein Stürmer mit allen Wassern gewaschen. Mhm. Ja, aber ich mochte den irgendwie. Der war irgendwie, der hatte Charakter und der hat teilweise geile Tore geschossen, der war ein Schlitzohr. Und ich weiß nicht, ich verbinde nicht viel so mit Borussia Dortmund aus der damaligen Zeit, aber Stefan Chapuisat war immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Weiß nicht warum. Manchmal kann man es nicht erklären. Und Nils, an der Aufzählung der Spieler merkt man, dass du ein Fußballvirtuose bist, dass du sehr für die Fußballkunst stehst. Ich würde gerne noch zwei, drei andere Namen mit in den Raum werfen, die etwas unterm Radar laufen, aber trotzdem extrem wichtig sind. Zum einen Martin Kreh, nebenberuflich Abrissbirne, und zum anderen auf der linken Seite Knut Reinhardt, der eigentlich hauptberuflich Abrissbirne war, nebenberuflich nur Fußballer. Ja. Das waren halt auch zwei Spiele, das hat keinen Spaß gemacht, gegen die zu spielen. Hast du das gegen die selber gespielt? Nee, das leider nicht, aber ich durfte ja mit Michael Henke zusammenarbeiten und wir haben heute noch ein sehr gutes Verhältnis und haben häufig auch über diese Zeit gesprochen. Und Ähnliches sagte er auch über Chapuisat. Eddie, er sagte, du, mit dem haben wir uns gar nicht beschäftigt, weil wir wussten, das ist halt jemand, der kennt alle Tricks, den haben wir einfach machen lassen. Ja. Und wenn es um Arbeit ging, Martin Kreh, Knut Reinhardt und Steffen Freund. Und sag mal, wenn ich hier die Torschützenliste sehe, Heiko Herrlich mit Mario Basler, war das die Zeit hier Martin Dahlin und Heiko Herrlich als Duo in Gladbach? Oder kam das erst später? Martin Dahlin kam erst später dazu? Oder war das die Saison? Das nimmt sie. Im Jahr danach haben sie Pokal gewonnen, da waren sie auf jeden Fall. Weil das war auch so ein geiles Duo. Dahlin und Heiko Herrlich, das war, die waren Hammer. Ja, auch beide mit so etwas unrühmlichen Abgängen auch. Also gerade bei Heiko Herrlich, damals diese Ablöse. 11 Millionen, Schlacht, oder? Das Ding ist, damals gab es noch das Bosman-Urteil nicht. Das kam die Saison drauf. Ne, auch das ist unvorstellbar aus heutiger Sicht. Wenn die Leute damals Vertrag hatten und der Vertrag zu Ende war, durften die nicht einfach machen, was sie wollten. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Der Vertrag war zu Ende und die hatten nicht die Freiheit, einfach zu einem anderen Verein zu gehen. Und bei Heiko Herrlich war das so, er wollte damals zu Dortmund wechseln und dann hat, glaube ich, noch ein Schiedsgericht die Höhe der Ablösesumme bestimmt und es waren dann, glaube ich, 11 Millionen, unvorstellbare Summe zu der damaligen Zeit. Das war eine Schlammschlacht. Das Bosman-Urteil kann man eigentlich gar nicht hoch genug bewerten, in dem, wie es den Fußball verändert hat. Eigentlich müsste Bosman von jedem Profi heutzutage Alimente kriegen. Lass uns noch, das kommt ja in der nächsten Saison, ich würde noch gerne zwei Sachen, wo wir beim BVB sind noch. Das war jetzt auch die Saison mit der legendären Möller-Schwalbe gegen Karlsruhe. Die wir im Intro haben. Die wir auch im Intro sogar haben, ja, von unserer Sendung, wo Möller beim Spielstand von 0:1 gegen Karlsruher SC sich hinlegt mit etwas Abstand zum Gegenspieler, Schiedsrichter pfeift Elfmeter, Ausgleich, Dortmund dreht das Spiel, auch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Meisterschaft damals. Und was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist der dritte Platz für den SC Freiburg damals, die ja aus dem Nichts heraus gestartet sind. Das glaube ich, erst war ihre zweite Bundesliga-Saison, wenn ich mich nicht irre, oder dritte, auf jeden Fall noch nicht, doch zweite Bundesliga-Saison. Und haben dann unter Volker Finke großartigen Offensivfußball gespielt, waren eine der ersten Mannschaften in Deutschland, von dem man wirklich sagen kann, sie haben moderne Formen eines Pressings gespielt, also Gegner früh gestört und sowas. Und unter anderem mit dem großartigen Rodolfo Cardoso damals noch in den eigenen Reihen. Sind dann war das Jahr, wo sie die Bayern 5-1 geschlagen haben? Das war das Jahr, wo sie die Bayern 5-1 weggefiedelt haben. Ja, unter Trapattoni damals die Bayern.
Ja. Genau, zweiter Spieltag. Ja. Da kommen wir auch noch zu Flasche leer. Das ist jetzt Trapattonis erste Amtszeit der Bayern, die nach einer Saison geendet hat. Ja. Unter anderem mit einem kuriosen Wechselfehler. Das war halt eben die Geschichte mit den vier Amateuren, wo er vier Vertragsamateure eingewechselt hat und dann ein Spiel verloren hat, was er eigentlich hätte gewonnen hätte müssen. Sein. Ja, das wollte ich noch zu der Saison sagen, bevor wir die einfach so weglassen. Dann seid ihr soweit, wollen wir die nächste Saison 95, 96. anbrechen lassen? Das ist echt, da ist jetzt viel abzufrühstücken. Aber machen wir das, glaube ich, da ist so viel abzufrühstücken, da müssen wir uns gleich erst noch mal reinfuchsen in diese harte Saison. Da lesen wir uns noch mal schnell ein. Ja. Machen ein bisschen Werbung, eine kurze kleine Unterbrechung, gleich sind wir wieder da und dann reden wir über das Jahr 96 und das ist wirklich legendär. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Allein? In der Südsee. Ja. Allein? Mein Budget war klein. Allein, mein Budget war klein. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Willkommen im Verein. Ja, sehr schön, wir reden. Eine Frage vorweg. Ja? EM 96 vor oder nach der Saison besprechen? Gar nicht. Gar nicht? Ja, das ist nicht das Format, wir sind ja die Bundesliga, wir machen noch... Ja, wir haben noch viele Folgen zu füllen. Wir machen noch Turniere, Extrasendungen. Machen wir nämlich noch extra. Okay, sehr schön. Ja. Sag mal, Ralle, wenn man auf Transfermarkt geht und sich deine Bundesligaspiele anzeigen lässt, wieso wird das Tor nicht angezeigt? Weil das in der zweiten Liga war. Ich dachte, du hast ein Bundesligator geschossen. Habe ich, in Dortmund für den BVB. Eigentlich, ja. BVB-Rekordtor. Apropos BVB, 1995, 1996 wurde der deutsche Meister Borussia Dortmund. Das war das Double für die Dortmunder unter Ottmar Hitzfeld. Und das Interessante ist, im Jahr 94, 95 haben noch 49 Punkte für die deutsche Meisterschaft erreicht. Im darauffolgenden Jahr hat Borussia Dortmund bereits 68 Punkte benötigt, um deutscher Meister zu werden. Was kann da nur passiert sein? Tja, ich finde, ja, die Frage von Tobi, nochmal schnell beantworten, bevor du was findest. Die Drei-Punkte-Regel wolltest du sagen. Die wurde nämlich zur Saison 96 eingeführt. Ja. Ich finde, Ottmar Hitzfeld ist der größte Trainer, den die Bundesliga je gesehen hat. Der ist knapp 1,80. Otto Rehagel. Otto Rehagel, das ist Ottmar Hitzfeld. Wir reden jetzt über Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund, wie er Meister geworden ist. Und im selben Jahr hat König Otto bei den Bayern gearbeitet. 95, 96. Also hat Ottmar Hitzfeld im direkten Vergleich gewonnen. Ich weiß gar nicht, Otto Rehagel ist doch auch noch vor Saisonende gefeuert worden, oder? Ja, ja, wenige Spieltage vor Schluss tatsächlich. Wisst ihr, wer nie gefeuert wurde? Ottmar Hitzfeld. Ja. Er wurde nicht gefeuert, aber er hatte einen Burnout. Ja. Doch, wurde bei Darüber Bayern auch quasi. Das, naja, das ist Burnout, das Feuern da. Es ist Feuer. Es war einfach die ihr wisst, was ich meine. So, und zwar in der Saison 96 Dortmund mit dem Double. Neu hinzugekommen damals Heinrich, der glaube ich aus Freiburg kam. Heinrich, ja. Der auch eine große Karriere in Dortmund noch hatte und dann eben auch Stefan Schabüser und Karl-Heinz Riedle. Eher Riedle. Großartiges Sturmduo, die ja auch Dortmund eine Ära geprägt haben. Also Schabüser vielleicht noch mehr als Riedle. Mhm. Aber Riedle hat die beiden Tore gegen Juve geschossen, 97 im Finale zum 2:0. Michael Zorc mit 15 Buden im Mittelfeld. Ja, der hat die Elfmeter geschossen, ne? Und auch alle gemacht. Warum haben die so viele Elfmeter gekriegt? Das war damals so. Vor der Einführung des Videobeweises. Im Zweifel für Dortmund. Torschützenkönig der Saison Freddy Bobic mit 17 Toren, dahinter Giovanna Elber mit 16 Toren. War da das magische Dreieck schon aktiv? Ja, oder? Ja. Magische Dreieck. Und die Tage habe ich, wurde bei DAZN eine Freistoßschützenliste aufgestellt von den Kollegen Alex Schlüter und Benny Zander. Und ich habe Alex Schlüter dann nur zurückgeschrieben, eine Freistoßkönigliste ohne Krasimir Balakow macht einfach keinen Sinn. Ja. Weil wenn der den Ball 18, 20, 22 Meter vor dem Tor zum Freistoß liegen hatte, wusstest du, Stuttgart trifft gleich. Und er hatte doch damals diese weißen Adidas Predator, die Predator-Dinger, das weiß ich noch, die dann jeder haben wollte, weil alle dachten, wenn du die Schuhe hast, schießt er auch so Freistöße wie Krasimir Balakow. Kleine Noppen, die so aussehen wie so kleine Rampen, genau. Oder Keile. Ich weiß noch, bei uns damals auf dem Bolzplatz, da hatte die dann einer. Und das war, also wir waren so wirklich Proletariat, ne?
so wirklich, und der hatte diese Schuhe und das war total interessant. Und ich habe die dann auch mal später mal gebraucht, irgendwie welche gehabt und mal ein bisschen mit denen rumgekickt und die waren voll scheiße, weil die so total schwer waren. Mhm. Also die haben einfach viel zu viel gewogen. Aber das war so der Anfang, glaube ich, also wo plötzlich auf Schuhe geachtet wurde. Genauso wie Beckham irgendwann das Tattoo erfunden hat, waren diese Adidas Predator, waren so der Anfang von diesem Schuhwahn, der sich heute natürlich in bunten und weiß nicht, Fransen und was weiß ich, Leuchtreklame am Schuh. Aber damals fing das so an. Ja. Wobei Beckham ja das Testimonial für Adidas war, für die Predator. Also ich sag, Beckham war ja das Testimonial für die, für die Predator. Ach so, ich dachte, der Predator selber. Das war ein bisschen Ordnung, das ist mein. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man Predator nach. Mischung aus Pferd und Otto. Ja, Otto Pferd. Ja, apropos Otto. Otto verliert bei den Bayern zu oft und wird deswegen am Ende entlassen. Kam gerade aus Bremen und hatte da eine Ära beendet aus eigenem Antrieb und wurde wie ein König verabschiedet. Und bei den Bayern, da lief es nun mal ganz anders. Denn das beschauliche Bremen ist halt einfach nicht das turbulente Bayern. Und da kam er, glaube ich, mit seinem Alleinherrscheranspruch auch nicht so wirklich zurecht und wurde dann ja kurz vor Saisonende gefeuert. Franz Beckenbauer hat übernommen. Ich glaube, 96 hat man auch noch dann den UEFA Cup gewonnen gegen Bordeaux, glaube ich, ne? Kann das sein? Im Finale gegen Bordeaux. Mit dem jungen Sinne, den sie dann übrigens. Mit dem jungen Sinne, den sie dann, der in Bordeaux spielt und nicht bei den Bayern. Und deswegen wurde die Saison der Bayern zwar nur als Vizemeister, aber dennoch versöhnlich beendet, weil eben dieser Titel eingeheimst wurde. Und Franz Beckenbauer, meine ich, hat auch noch gesagt später, dass es ein großer Fehler war, Otto Rehhagel. Ja, aber die haben sich auch vorhaben sich gestritten. Weil das Ding ist, Otto Rehhagel war ja gar nicht so mega unerfolgreich jetzt bei den Bayern. Also es war jetzt nicht so, dass sie schlecht gespielt haben. Irgendwie Startrekord bis heute, 7 Spiele, Startrekord ist halt FC Bayern. So, die haben 7 Spiele am Stück gewonnen und waren auch immer mit dabei. UEFA Cup haben sie ja dann auch, haben sie auch relativ weit gekommen. Haben sie nicht sogar gewonnen? Habe ich doch gerade erzählt. Hast du gerade erzählt, Entschuldigung. Gegen Jérôme Bordeaux mit dem jungen Zidane. Genau, das war ja auch Rehhagel, sie ins Finale erfüllt, genau. aber wurde hauptsächlich gefeuert, weil er halt mit diesen Strukturen in München nicht klarkam. Ja. Also, weil er halt sich mit den Stars dann relativ schnell verbissen hat, mit Uli Hoeneß auch relativ schnell zerstritten war und auch mit der Presse relativ schnell zerstritten war. Gibt ja die legendäre Anekdote, dass er irgendwann sich so genervt war über diese ganzen Boulevardfragen bei den Pressekonferenzen, dass er gesagt hat, er beantwortet nur noch Fachfragen. Und hat ein Journalist an den Malermeister Rehhagel die Fachfrage gestellt, welchen Pinsel er denn zum Malen seines Wohnzimmers benutzen solle. Weil Rehhagel gelernter Malermeister ist. Ja, aber das war wirklich eine irre Geschichte und eigentlich nur der Aufgalopp zu einer viel, viel wahnwitzigeren Geschichte, die sich dann in den in der übernächsten Saison entfalten sollte. Manchmal braucht eben eine gute Geschichte auch irgendwie so einen Aufgalopp und der wurde uns da geliefert. Double der Dortmund haben wir quasi schon erwähnt und das Bosman-Urteil hatten wir vorhin auch schon gesagt und eine kleine Anekdote noch, feste Rückennummern. Das ist in der heutigen Marketingwelt gar nicht mehr vorstellbar, dass es früher wirklich nummeriert wurde, wer auf den Platz geht. Es gab 1 bis 11. 1 bis 11. Wer gespielt hat, hat ein Trikot bekommen von 1 bis 11. Wer Vorstopper gespielt hat, war die 6. Zehner war der fucking Zehner. Alter Schwede, die 10 hat was bedeutet. Wenn du die 10 bekommen hast, von der Kreisklasse bis in die Bundesliga, wenn du die 10 bekommen hattest, dann haben alle auf dich geguckt, weil das war eine Erwartungshaltung, die du mit dir rumgetragen hast. Wenn du gegen irgendjemanden gespielt hattest, du hast gegen irgendjemanden gespielt, und das Erste, was du gemacht hast, du hast geguckt, wer ist die 10. Wer ist die 10? Maradona, und wenn der Zehner nichts drauf hatte, das galt in der Kreisliga, in der Beziehung, wenn der Zehner nichts drauf hatte, wusstest du, okay, das ist eine Scheißmannschaft. Weil wenn der Zehner deine schon nichts kann. Ne? Welche Nummer hattest du? Deine 10. Nummer. Nein, ich hatte die 5. Ja, auch die 5. Geiler Typ. Ich hatte die 12. Also der Ersatztorwart. Ich hatte übrigens immer die 10. Ja? Stark, Nico. Das sagt nichts. Nee, sagt nichts aus. Sagt heute gar nichts mehr aus. Heute nicht mehr. Damals war das wirklich krass. Das war, das war schon eine Verantwortung, die 10 zu haben. Ich muss ja leider immer von diesen. Ich habe ja keine Emotionen, deswegen muss ich auf Fakten zurückkommen. Ich würde noch mal kurz das Bosman-Urteil zumindest noch einmal streifen, weil das ja wirklich eine wesentliche Veränderung im Fußball war. Auf jeden Fall. Ging ja nicht nur darum, dass ablösefrei, dass die Spieler jetzt ablösefrei wechseln konnten, wenn der Vertrag auslief,
Was natürlich den Spielern viel mehr Macht gegeben hat. Konnten halt sagen, dann lass ich halt den Vertrag auslaufen, wenn er nicht mehr besser bezahlt oder beziehungsweise wenn er mich nicht verkauft an den und den. Es war aber auch so, dass dann Ausländerbeschränkungen gekippt wurden im Zuge dieses Urteils. Also, dass innerhalb der EU kein EU-Bürger mehr benachteiligt werden darf. Das heißt, du durftest theoretisch 11 EU-Ausländer aufstellen ohne Probleme. Das werden wir später noch sehen. Das wurde, ist dann auch passiert in relativ schneller Zeit. Also, das war auch dann ein relativ großer Zuzug an Spielern aus allen Teilen der Welt, einfach weil es möglich war, diese Spieler zu verpflichten, ohne dass du irgendwelche Regeln brichst, ohne dass du halt Angst haben musstest, den dritten Ausländer einzuwechseln. Und was bis heute nicht nur, ja, der Vorschlag war die vier, ich weiß, was bis heute Auswirkungen hat, weil die Ligen jetzt eben mit Geld sich quasi die besten Mannschaften zusammenkaufen mussten, ohne Rücksicht auf die Nationalität. Was heute in England, wenn wir noch mal die Uhr zurückdrehen würden und würden sagen, drei EU-Ausländer wäre England eh irgendwie komisch jetzt. Aber wenn du die Uhr noch mal zurückdrehst und du musstest dich wirklich auf drei Ausländer reduzieren, also das würde ja wiederum alles durcheinander wirken. In England, also die Premier League wäre komplett uninteressant. 90% der Leistungsträger würden da einfach nicht mehr spielen können. Weil es war ja so von Land zu Land unterschiedlich. Also jedes Land konnte da seine eigene Bestimmung machen, aber dann hieß es halt, die Bestimmung, die Geld dürfen nicht Geld. Aber vielleicht wäre dann die Nationalmannschaft besser. Gut, die ist momentan auch gut, aber sie hatte eine Zeit lang durchaus wahrscheinlich auch darunter zu leiden, dass viele junge Talente aufgrund der vielen Ausländer in der Premier League nicht zum Einsatz kommen. In England ist das, ja, in England, aber das, ja, sicherlich, ja. Das war natürlich ein wesentliches Urteil für diese Explosion des Transfermarkts, der bis dahin halt noch auf relativ kleiner Flamme geköchelt ist, aber dann zusammen mit den TV-Geldern, die in den Fußball geschossen sind, gab es dann in den kommenden Jahren Explosionen. Und die Einführung der Champions League auch. Einführung der Champions League auch, klar, natürlich, was dann wieder TV-Gelder gebracht hat, ja. Genau, die also auch zu Beginn waren da ja nur relativ wenige Mannschaften. Ich überlege gerade, ob es nur der Meister war am Anfang da in der Champions League. Nur der Meister. Und dann wurde es peu à peu erweitert. Und mittlerweile sind es ja vier für die größten Ligen. Und davor, weiß ich gar nicht, waren es vielleicht mal zwei oder so. Und dann, also es gab auch verschiedene Spielmodi. Zwischendurch gab es auch zwei Gruppenphasen und so weiter. Ja, ja. Also erstmal eine Vierer, dann nochmal Vierer und dann erst K.O. Also Champions League hat lange Zeit so sein Format gesucht. Ja. So sieht's nämlich aus. Format gefunden hatte Dortmund mit dem zweiten Meistertitel in Folge. Da, was ist noch erwähnenswert? Hansa Rostock mit einer starken Saison. Die und damals Pagelsmann, oder? Ja, Sechster wurden. Pagelsdorf. Karlsruhe Siebter und 1860, die ja auch kurz einige Jahre vor, ich weiß nicht, wann die so Bruchstücke sind noch da. Als Fragmente. Genau, also das ist, glaube ich, durchaus erwähnenswert. Und Kaiserslautern, das war damals ein unglaubliches Drama. Rudi Völler auf Seiten Bayer Leverkusens und Andi Brehme, die beiden Weltmeister von 1990, Andi Brehme auf Kaiserslauterner Seite, haben am letzten Spieltag gegeneinander gespielt. Leverkusen gegen Kaiserslautern. Der ganz Gewinner kurz, hallo, der Partie, lass mich das nochmal, du kannst doch gleich, komm, lass mich ganz kurz. Ich will nur wissen, wer es gesehen hat. Ich? Im Fernsehen. Gut, danke. Und die Ausgangssituation war die, dass der Gewinner die Klasse erhält und der Verlierer steigt ab. Und Kaiserslautern war eigentlich die bessere Mannschaft. Hat dann, ich glaube, es stand 1-0 für Kaiserslautern. Zahlreiche Chancen auch liegen lassen dann, Konterchancen. Und dann hat Leverkusen das 1-1 gemacht. Und am Ende blieb es dabei. Meine ich, war doch 1-1 am Ende, ne? Hm. Genau, ja. Und das sorgte eben dafür, dass Leverkusen die Klasse erhielt und Lautern als 16. absteigen musste. Und es flossen bittere Tränen. Da gibt es diesen legendären Auftritt von eben Völler und Brehme, wie Völler Brehme tröstet. Herz erweichen, Brehme total am Boden zerstört. Da, was war noch Identifikation? Ja, hochdramatisch. Habt ihr es gesehen? Ja, zwangsläufig, weil die Eintracht ja auch abgestiegen ist damals. Es gab noch einen Verein, der schlechter war. Und ja, aber schlechtes Torverhältnis hatte die Eintracht. Und ja, das war, wie gesagt, der Anfang dann von dieser traurigen Fahrstuhlmannschaftsgeschichte, die ich eben schon angesprochen habe. Und weil wir eben über RAN und Fußball im Fernsehen und so sprachen, damals hieß das noch Premiere. Damals gab es noch keine, es gab einen Decoder mit so einem, wirklich so einer Karte. Das war Schlüssel, so ein kleines Schlüsselchen. Schlüssel, Entschuldigung, natürlich. Keine Karte, sondern Schlüssel. Sie war so klein und weiß. Und es gab nur ein Spiel pro Spieltag. Und die Tore der anderen Ergebnisse liefen unten in so einem Call immer durch. Und
kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ja, wobei, da musst du schon Hardcore-Fan damals gewesen sein, um das zu besitzen. Na, du musst also einfach viel Geld haben. Ja, viel Geld Wer haben. Weiß noch, wie Premiere ganz am Anfang hieß? Premiere World. Nee, das war danach, das war davor, zwischendurch. Davor noch, ganz am Anfang. Keiner? Nee. Weiß einer im Chat? Bevor ihr googelt? Das weißt du, oder was? Teleclub. Das weißt du. Teleclub, das war, sowas weiß ich. Keine Ahnung, warum. Ja. Genau, also das war der Anfang tatsächlich auch, der zaghafte Anfang des Pay-TVs. Und da, das war auch eine große Zäsur im Prinzip, dass quasi die Sportschau, die das Grundrecht auf Fußball um 18 Uhr in die Wohnungen Deutschlands getragen hat, dann eben Pay-TV-Konkurrenz bekommen hat. Das war eine riesige Diskussion, ob das erlaubt ist, wie weit das gehen wird. Und damals gab es wirklich dann pro Spieltag ein Spiel nur. Das Topspiel der Woche. Aber wir wissen heute, manche Veränderungen sind gut. Das betrifft die, ja, es ist ja so, es betrifft die Regelveränderungen, wo man wirklich fast sagen muss, alle großen Regeländerungen haben sich bezahlt gemacht. Also das muss man auch wirklich mal sagen, das waren gute Änderungen, ob es jetzt die Rückpassregel ist, ob es die Auswechslung sind, dass du mehr Auswechslung haben darfst oder das Bosman-Urteil, gut, das ist unfreiwillig dem Fußball aufgezwungen worden. Aber da gab es schon wirklich einige Änderungen. 3-Punkte-Regelung hat sich bewährt gemacht. Genau. Und man will nicht mehr zurück, auch wenn es damals geil war, aber man will ja nicht mehr da zurück, dass man die Spiele nicht gucken kann. Und ich bin jeden Samstag drauf reingefallen, weil ich saß da nämlich, die Vorberichte bei Premiere liefen ja immer unverschlüsselt. Ja, man hat immer gehofft. Und dann liefen die bei Anstoß und dann lief 5 Sekunden das Spiel und ich, Papa, Fußball. Verschlüsselt. Ja. Man hat immer gehofft, vielleicht ist es ein Defekt und es klappt doch dieses Mal, vielleicht. Ja, aber leider. Habt ihr dann auch am Fernseher immer so rumgespielt und gehofft, dadurch, dass das Bild schief war, vielleicht muss ich nur irgendwie was regeln und kann es gerade stellen? Habt ihr das nicht gemacht? Was? Ja, das war doch ohne Schlüssel, war das Bild ja so. Also als es verschlüsselt war, war es ja wie so verschoben. Hm. Und wenn du an dem Regler gedreht hast, konntest du es ja manuell auch verschieben. Also war der Gedanke, es gibt irgendwo eine Einstellung, wo das halt gerade wird. Aber vielleicht war es halt nicht. Vielleicht gab es einen. Es gab andere Mutter. Ja. Jemand fordert, seit 1998 NBC Giga dabei, fordert, dass Nico mehr was sagen darf. Übrigens, damals mit der Happauge Wind-TV-Karte konnte man das cracken. Habe ich gehört. Ja, Moment, das war aber dann die Kartenzeit, ne? Nicht die Schlüsselzeit. Als es dann digital wurde. Mit der D-Box. D-Box. Nee, du konntest diese Verschlüsselung konntest du cracken auf dem PC mit einer bestimmten TV-Karte. Wenn du die im Computer hattest, die hat damals, glaube ich, weiß nicht, 300 Mark oder so gekostet oder noch nicht mal. Und dann konntest du das Signal sozusagen manuell, das war ja quasi nur verschoben und es gab dann irgendein, ich frag mich nicht mehr, wie es ging, ich hab das ja auch nicht gemacht. Und dann konntest, wie bitte? Das ist doch illegal. Ja, ja eben, deswegen aber man hört ja auch oft von illegalen Sachen aus Nachrichten oder so. Okay. Da bin ich ja beruhigt. Ja, also das waren die schönen Zeiten. Da ging der moderne Fußball so langsam los. Ja, und Dortmund und Bayern auf Platz 1 und 2, das ist dann auch ein bisschen das, was man kriegt. Ja, lieber Nico, dann kommen wir doch mal zum Jahr 1997. Kaiserslautern war eben, wie gesagt, abgestiegen. Otto Rehhagel übernahm in der zweiten Liga. Was ist das? High Energy. Batterie. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, sehr gut. Ja, sehr symbolisch. Tonnentritt. Tonnentritt. Ach so, der Tonnentritt. Ah, wow. Jürgen Klinsmann. Klinsmann. Batterietonne. Weil er ausgewechselt wurde. Ja, das kann gegen man natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Zu Recht auch. Das geht doch nicht. Du kannst doch einen Jürgen Klinsmann kannst du nicht auswechseln. Wie wir alle wissen, der geht, wenn er keinen Bock mehr hat. Ich hätte gerne das Tagebuch aus der Zeit gelesen. Von Jürgen Klinsmann. Ja. Das muss doch jemand veröffentlichen. Das muss jemand veröffentlicht haben. Ja. Also Mist, er hat zurückgetreten, aber nur die Tonne. Wird eine Doku drüber gedreht. Darf ich was Emotionales beitragen? Nein. What the fuck? Ich hatte meinen ersten Stadionbesuch in der Saison 1996-97. Und zwar beim Eröffnungsspiel der Saison zwischen Bayern München und FC St. Pauli. Der FC St. Pauli hat damals in dieser Saison 4 Spiele im Volksparkstadion gemacht, im Hamburger Volksparkstadion. Kann man sich heute auch nicht mehr denken, aber die haben irgendwie gab es da, war da irgendein Stadionumbau und sie wollten halt noch 4 Spiele ausverkauft bekommen. Und gegen Bayern haben sie dann im Volksparkstadion gespielt. Und da war ich dann im Stadion, war ein fürchterlich langweiliges Spiel. Irgendwann hatte sich Klaus Tomfohr, der St. Pauli-Keeper, verletzt und lag dann 10 Minuten auf dem Boden und man wusste nicht, was war. Und dann ging es irgendwann weiter. Das war mein erster Stadionbesuch.
Aber das war nicht der erste Spieltag. Das war nicht der erste Spieltag, aber es doch, war eigentlich. Ach so, warte, doch. Doch, ist der erste Spieltag. Ja, ja. Du hast recht. Überschrift beim Kicker: Klinsmann, ein Totalausfall. Kann man ja quasi verbinden mit dem Tonnentritt. Ja, das stimmt. Glücklicher Punktgewinn der Gäste, die von zwei Geniestreichen Baslers profitierten. Ja. Hm. Bitte? War das dieser Solo-Run über das halbe Spielfeld von Basler? Dieser berühmte? Ist egal. Nee, ich glaube nicht. Lionel Basler. Daran hätte ich mich, glaube ich, erinnert. Basler war ein fantastischer Fußballer. Ja, Basler war toll. Basler war wirklich toll. Ja. Und es war einer der, ne, nicht, also es klingt, damals gab es noch mehr davon, aber war einer, die man gerne nach dem Spiel auch noch mal gehört hat. Ja, der hat einfach mal verrückte Sachen gemacht. Der hat mal so, einmal hat er so von der Ecke direkt rein. Da hat er sich mal so eine Mütze aufgesetzt oder hat auch mal ein Schluck Bier genommen oder was. Also der hat immer irgendwie Spaß. Der war ein bisschen verrückt. Das war so unser Paul Gascoigne oder so. Ja. Ich weiß noch, dass Mario Basler hat ja immer diese besondere Eckentechnik gehabt und hat ab und zu ein Tor direkt nach einer Ecke erzielt. Also irgendwie zwei, drei Mal. Und das haben wir halt alle im Fußballtraining damals wie blöde geübt, dass wir das auch konnten. Und einer von uns konnte das. Und der hat das dann irgendwie am Wochenende im Spiel gemacht und der wurde dann über Wochen hin gefeiert als der Größte aller Zeiten, weil er halt den Mario Basler in einem Spiel gemacht hat damals bei uns. Ja. Aber Mario Basler war, also das Gute an Mario Basler war, dass der sich das erlauben konnte, weil er immer Leistung gezeigt hat. Das war immer so ein Spiel, sag ich mal, wenn du dann nicht gut bist, kann das natürlich nach hinten los, wenn du erzählst, dass auch mal ein Kippchen raus und was er erzählt, dass er irgendwie eine Pommes mit Mario gerade gegessen hat noch vorm Spiel oder keine Ahnung, irgendwelche Geschichten, Bierchen. Aber er hat immer abgeliefert. Er hat immer abgeliefert. Das ist eigentlich das Erstaunliche. Ja, es gibt so Typen, die brauchen das. Die kriegst du nicht diszipliniert. So, heutzutage werden die wahrscheinlich früher ausgesiebt, so, weil du schon im Jugendfußball, wenn es in die Leistungszentren geht und so weiter, viel strenger unter die Lupe genommen wirst. Aber es gibt ja so, Ansgar Brinkmann fällt mir noch ein. Ist auch so ein Typ. Der weiße Brasilianer. Kannst du nicht an die Leine nehmen, solche Jungs. Musst du halt einfach machen lassen. Und er hat zurückgezahlt, Mario Basler. Was können wir noch sagen, St. Pauli damals abgestiegen mit 27 Punkten, mal wieder runtergegangen. Leverkusen war wieder Vizemeister. Und das ist auch die Zeit, wo Leverkusen diesen Titel Vizekusen zugesprochen bekommen hat. So, es hat am Anfang angefangen, es war dazu. Wir sind jetzt am Anfang von Vizekusen. Ja, sorry. Ja, genau. Am Anfang war es ein Spott. Später haben sie sich das sogar den Namen Vizekusen gesichert und haben es so ein bisschen dann selbstironisch zu einer Marke machen wollen. Aber da waren sie wirklich dann oft Zweiter und oft auch dramatisch. Insbesondere dann kommen wir dann irgendwann noch mal zu, als sie gegen Unterhaching da durch Ballacks Eigentor die Meisterschaft verschenkt haben. Ja, Nico. Die Löwen international? Ja, 1860 Siebter geworden, ist dadurch in den UEFA Cup gerutscht. Die kommen noch. Der Strohhalm Cup. Immer, wenn man bei Sporkle, da kann man immer Sportquizze machen, da mache ich immer alle Teilnehmer der Champions League. Und da gibt es immer einen deutschen Champions League Teilnehmer, auf den ich nicht komme. Ach du Scheiße, die Zeit ist um, Leute. 1860. Das war 1860 München. Ja. Die Zeit ist um. Ich habe auch überhaupt nicht drauf gedacht. Ich habe gedacht, wir haben noch eine Stunde. Alter, Schwede. Ihr Lieben. Was steht da nächste Woche mit FCK? Meister März. Ja, das wäre eigentlich die wunderschöne Geschichte um Otto Rehagel gewesen und seine Rückkehr am ersten Spieltag. Ging jetzt aber schnell rum, ey. Das können wir heute leider nicht mehr zu Ende bringen, aber dann haben wir was Schönes noch für die nächste Woche. Boah, ey, Leute. Ja, wir haben noch ein paar Jährchen vor uns, bis wir in der aktuellen. Aber es ist doch schön, dass wir noch ein bisschen was haben, ey. Man kann sich da richtig drin verlieren in der Vergangenheit. Das ist echt toll. Man darf aber auch nicht die Zukunft vergessen. Heute um 20 Uhr, glaube ich, ne, gibt es eine neue Folge Pro Clubs. Leute, jetzt schaltet doch endlich mal ein. Das ist richtig geil. Wir hätten das letzte Mal fast unser Ziel erreicht. Und die neue Aufstellung. Ja, wir spielen jetzt 4-3-3 auf jeden Fall. Und bevor wir heute Abend uns Pro-Clubs gemeinsam angucken, gibt es jetzt noch ein Chat-In mit Colin, Nasti und Mara. Das ist live. Und danach unser Game-Talk um 19 Uhr. Und um 20 Uhr die 1-Minute-Show. Sehr, sehr geil. Heute? Ja, heute, um 20 die 1-Minute-Show. Wir haben verschiedene Leute in und außerhalb des Rocket Beans Kosmos gebeten, 1 Minute herzustellen. Jeder hat seine eigene individuelle 1 Minute eingereicht und aus diesen Minuten haben wir dann eine bunte Sendung mit vielen tollen Gästen auch zusammengeschustert. Die müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Genau, und im Anschluss dann um 20.35 Uhr geplant gibt es dann Pro Clubs. Ne? Also mega geiles Programm. Ey, vielen lieben Dank, Nico und Ralf. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Sehr gerne. Es kommen ja für Bremen, es kommen ja noch richtig gute Jahre für Bremen, insbesondere 2004, ne? Der HSV wird auch noch mal wieder vorkommen. Ja, ey, die 90er waren halt einfach eben, sie waren nicht besonders romantisch. Wir hätten in den 80ern anfangen müssen. So, da hätte es was trotzdem gegeben. Also, ihr Lieben, jetzt noch viel Spaß mit Rocket Beans TV. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.